Der verzauberte See. Im westlichen Irland war ein See, und ohne Zweifel ist er noch daselbst, in dem zu verschiedenen Zeiten mehrere junge Leute ertranken. Was dieses Ereignis besonders merkwürdig machte, war, dass man die Leichname der Ertrunkenen niemals wiederfand. Das Volk geriet darüber in Verwunderung, und allmählich erlangte der See einen schlimmen Ruf. Schreckvolle Geschichten wurden erzählt. Einige behaupteten, in dunkler Nacht leuchteten die Fluten wie Feuer. Andere wollten schauerliche Gestalten über den See haben gleiten sehen. Jedermann gab zu, dass ein seltsamer Schwefelgeruch aus ihm hervorsteige. Es lebte in geringerer Entfernung von diesem See ein junger Pachter namens Roderick Keating, Bräutigam mit einem der schönsten Mädchen der ganzen Gegend. Eben war er von Limerick, wo er einen Trauring gekauft hatte, im Geleit zweier oder dreier von seiner Bekanntschaft zurückkehrend, an dem Gestade des Sees angelangt, als diese mit ihm über Gretchen Honnen ihren Scherz zu treiben begann. Einer erwähnte sogar, dass der junge Delany, ein Nebenbuhler, in des Bräutigams Abwesenheit um die Gunst der Geliebten wirbe. Aber Rodericks Vertrauen auf seine Verlobte war so fest, dass er, ohne im Geringsten durch diese Rede beunruhigt zu werden, mit der Hand in die Tasche griff, den Trauring hervorzog und ihn bedeutungsvoll umherblickend in die Höhe hielt. Indem er so den Ring als sein wahres Siegeszeichen zwischen Zeigefinger und Daumen umdrehte, entfiel er seiner Hand und rollte in den See hinab. Roderick sah ihm mit der höchsten Bestürzung nach, weniger seines Wertes, obgleich er eine halbe Guinea dafür gegeben hatte, als der schlimmen Vorbedeutung wegen. Das Wasser war so tief, dass man des Ringes schwerlich wieder habhaft werden konnte. Seine Gefährten lachten ihn aus. Vergeblich suchte er durch das Anerbieten ansehnlicher Belohnung, sie zu bewegen, nach dem Ring unterzutauchen. Sie waren so wenig zu dem Wagestück geneigt als Roderick selbst. Die Erzählungen, die sie als Kinder vernommen hatten, schwebten ihrem Gedächtnis vor und abergläubische Furcht erfüllte die Brust eines jeden. »Muss ich also nach Limerick umkehren, einen anderen Ring zu kaufen?« rief der junge Pachter. »10-mal so viel, als der Ring kostet. Will es keiner darum wagen?« Unter den Umstehenden befand sich ein Mensch, den man allgemein für blödsinnig und nicht recht bei Toste hielt. Er war aber unschuldig wie ein jenes Kind und pflegte in der Gegend hin und her, von einem Ort zum anderen zu gehen. Als er so ansehnlichen Lohn ausrufen hörte, erklärte Paddon, denn das war sein Name, wolle ihm Roderick Keating geben, was er den anderen verheißen hätte. So getraue er sich wohl, nach dem Ring unterzutauchen. Und Paddon schaute, während er sprach, ebenso begierig nach der Lustfahrt hin als nach dem Geld. »Ich halte dich beim Wort«, sprach Roderick, und augenblicklich, seinen Rock abziehend, ohne weiter eine einzige Silbe zu verlieren, stürzte sich Paddon häuptlings in den See. Wie tief er hineinkam, lässt sich nicht genau berichten, aber er ging und ging und ging durch das Wasser fort, bis das Wasser vor ihm wich und er auf ein trockenes Land gelangte. Himmel, Luft, Tageslicht und alles andere waren da gerade so wie hier bei uns. Und er sah einen reizenden Grund, wodurch ein zierlicher Weg führte nach einem großen, mit stattlichen Treppen umgebenen Hause. Sobald er sich von seinem Staunen erholt hatte, unter dem Wasser so trockenes und anmutiges Land zu finden, schaute er sich genauer um. Und was sollte er anders erblicken als die ertrunkenen Jünglinge, die sich in diesem Lustort beschäftigten, als wäre ihnen niemals ein Übel zugestoßen? Einige mähten Gras,
Einige schafften Kiessand auf den Weg oder taten andere leichte Arbeiten und vollbrachten alles auf so gute Art und so munter, als wären sie niemals ertrunken. Dann sangen sie mit großer Lust Lieder, worin sie die Frau vom Hause wegen ihrer Schönheit und ihres Reichtums priesen, wogegen nichts in der Welt bestehen könne. Peden konnte sich nicht enthalten, ihnen zuzusehen. Einige darunter, bevor sie im See ertrunken waren, hatte er gut gekannt. Aber er war stumm wie ein Fisch, dachte dafür sein Teil und kein Sterbenswörtchen kam über seine Lippen. So ging er nach dem großen Haus zu, ganz unbefangen, als habe er nichts gesehen, was der Rede wert gewesen. Dabei wünschte er gar sehr zu wissen, wer die junge Frau wäre, von welcher die jungen Männer in ihrem Gesang so viel Wesen gemacht hatten. Als er nahe zu dem Tor des großen Hauses gelangt war, trat aus der Küche eine gewaltig dicke Frau heraus, wie eine Biertonne auf zwei Beinen. Daher bewegte sie sich und Zähne ragten aus ihrem Munde, nicht geringer als Pferdezähne. Sie kam auf ihn zu und sagte, »Guten Morgen, Peden!« »Guten Morgen, Frau«, antwortete er. »Was bringt euch hierher?« fragte sie. »Ich komme wegen Roderick Keatings Goldring.« »Hier ist er«, sagte Pedens dicke Freundin mit einem Lächeln auf ihrem Gesicht, das sich bewegte wie kochender Haferbrei. »Ich danke euch«, antwortete Peden und nahm den Ring aus ihrer Hand. »Es ist nicht nötig, dass ich hinzufüge, der Herr gebe euch sein Gedeihen, denn ihr seid bereits wohl beleibt genug, aber wollt ihr so gut sein und mir sagen, führt der Weg, auf welchem ich gekommen bin, auch wieder zurück?« »Kamt ihr denn nicht, mich zu heiraten?« schrie die dicke Frau ganz außer sich. »Diesmal nicht, mein Schatz. Wann ich wiederkomme«, antwortete Peden. »Ich werde für meinen Gang hierher gut bezahlt und muss machen, dass ich Antwort bringe, oder die werden Wunder denken, was aus mir geworden sei.« »Bekümmert euch um kein Geld«, sagte die dicke Frau. »Wenn ihr mich heiratet, so sollt ihr für euer Lebtag in dem Haus wohnen und an nichts Mangel leiden.« Peden sah deutlich, dass, da er einmal im Besitz des Ringes sei, die dicke Frau weiter keine Gewalt habe, ihn zurückzuhalten. Ohne als länger auf ihre Worte zu achten, wandelte er ganz gelassen den Gang wieder herab und schaute sich dabei um. Denn er hatte, die Wahrheit zu sagen, keine sonderliche Lust, die dicke Hexe zu heiraten. Als er zu dem Gatter kam, stürzte er, ohne nur guten Tag zu sagen, hinaus und fand das Wasser, welches ihm entgegenkam. Er sprang hinein und arbeitete sich in die Höhe, und es war wunderbar genug, dass man den Peden nach der entgegengesetzten Seite des Sees hatte wegschwimmen sehen. Doch er gelangte bald ans Ufer und erzählte dem Roderick, Keating und den anderen Burschen, die da standen und auf ihn gewartet hatten, alles, was ihm begegnet war. Roderick zahlte ihm auf der Stelle 5 Guineen für diesen Ring, und mit diesem Geld in der Tasche deuchte sich Peden so reich, dass er nicht Lust hatte, zurückzukehren und die dicke Frau zu heiraten, die in diesem Grund des Sees in dem schönen Hause saß. Er dachte, sie hat ja unter der Menge junger Leute die Wahl, wenn ihr die Lust ankommen sollte, einen Mann zu nehmen. Nicht weit von einem friedsamen Dörflein, welches am Dorfgestade lag und meist von Fischern bewohnt war, ließ sich alle Jahre zu etlichen bestimmten Malen
eine überirdisch schöne Jungfrau am Ufer sehen. Dieselbe kam allemal in einem wunderschönen Schifflein, welches gerade aussah wie von puren hellfarbigen Perlen zusammengefügt, dahergesegelt. Und niemand wusste, woher sie kam oder wohin sie wieder zurückkehrte, wenn sie verschwand. Die treuherzigen Fischerleute hatten sie aber gar lieb, zumal die Kinder, denen sie jedes Mal eine Menge schöne Perlen ans Ufer streute und ihnen zuwinkte, dieselben aufzulesen. Da waren die Kleinen dann geschäftig und lasen die Perlen auf und erfreuten sich an deren Farbenglanz. Und dann kamen die Fischer und Fischerinnen und trugen der guten, schönen Perlenkönigin eine Mahlzeit zusammen. Fische und Brot und guten Wein. Und die holde Jungfrau war zu allen freundlich, aß einige Bissen und trank ein wenig Wein. Oft auch zur Zeit, da die schöne Unbekannte dort am Ufer zu landen pflegte, kamen aus anderen fremden Ländern Prinzen und viele Edle herbei, um die schöne junge Frau zu sehen und vielleicht zu freien. Denn es ging von ihr weit und breit die Rede, dass sie ebenso reich an Erdenschätzen wie an Leibesschönheit sei. Aber alle mussten auch wieder unbefriedigt von dann ziehen. Die Jungfrau verlangte von jedem, der um sie warb, dass er zuvor 3 Proben bestehe, die sie ihm aufgegeben. Und diese waren bisher für alle zu schwer und zu hoch. Keiner vermochte sie zu lösen. Und so mussten die Bewerber dann zurückstehen und ein wenig beschämt und verstimmt wieder abziehen. Das erste war zu erraten, was für Haare sie habe. Denn sie trug stets das Haupt ganz dicht verschleiert. Das hatte noch keiner erraten, obwohl schon alle Farben, schwarz, rot, blond, braun, weiß, grün, grau, blau, geraten worden waren. Das zweite war, die Halskette der Jungfrau umzuhängen. Wurden dann die glänzend hellen Perlen davon trübe, so war es ein böses Zeichen. Dann weinte die schöne Dame allemal, und ihre Tränen wurden eine ebenso helle Pracht wie die an der Kette und fügten sich derselben an. Und so wie die Perlenschnur wieder am Halse der Jungfrau hing, glänzte sie auch wieder hell und wundersam. Das dritte war, zu erraten, was die Jungfrau auf der Brust trage, und dies erriet keiner. Und so gewann auch keiner, und wäre er auch der reichste Fürst gewesen, die Gunst der Jungfrau, also dass sie ihm Hand und Herz schenke. Sie blieb geheimnisvoll. Alle List, um etwas Näheres über sie selbst und über ihre Heimat zu erfahren, blieb fruchtlos. Denn allzu schnell war das Perlenschifflein jedes Mal vor den Blicken der Menschen auf dem Gewässer verschwunden. Doch zur bestimmten Zeit kam sie wieder, so freundlich und liebreich wie zuvor, und streute Perlen aus am Ufer. Und da war ein Knäblein, das hatte sie unter allen Kindern am liebsten. Das nahm sie jedes Mal in ihre Arme und drückte es herzlich, und der Knabe hatte die schöne Dame auch gar sehr lieb. Doch als er größer wurde, wurde er verschämt und schüchtern und wagte zuletzt gar nicht mehr Perlen aufzulesen, musste auch meist mit seinem Vater auf die See fahren und fischen. So war die Jungfrau schon mehrere Male dort ans Ufer gestiegen und hatte ihren lieben Fischerknaben nicht gesehen. Da wurde sie betrübt, denn, ach, ihr Herz hatte sich gerade diesen Jüngling auserwählt, und sie wünschte nichts mehr, als dass einst dieser schöne Fischer imstande sein möge, die 3 Aufgaben zu lösen und ihr dann auf immer nach der schönen Perleninsel ihrer Heimat zu folgen. Sie beschloss im Stillen, als sie wieder einmal, ohne den geliebten Fischerjüngling gesehen zu haben, mit ihrem Schifflein vom Ufer abstieß, am selben Abend wiederzukommen, um dem Teuren unsichtbar nahe zu kommen. Und als der goldene Mond aufgegangen war und sich auf den Wassern spiegelte, fuhr das Perlenschifflein wieder durch die Wellen dem befreundeten Ufer zu, wo dort in der kleinen Fischerhütte der Geliebte längst schlummerte.
Die schöne Jungfrau trat ein in das kleine Gemach und beugte sich sanft zu dem Schläfer, dem nur Moos zum Lager diente. Und sie löste ihre Perlenschnur vom Hals und hing sie dem Jüngling um, und die Perlen blieben so hell und klar wie zuvor. Oh, welche Freude durchströmte da ihr liebendes Herz. Sie küsste den Teuren segnend, schied und kehrte alle Abende wieder und hing jedes Mal die Perlen um den Jünglings Hals, und die Perlen blieben jedes Mal hell und glänzend. Der Jüngling war aber in seinem Herzen ebenfalls in Liebe zur schönen Perlenkönigin entbrannt und war dabei fromm und gut. Nur war er allzu schüchtern und verzagt, um sich ihr öffentlich zu nähern. Als sie nun wieder einmal des Nachts am Lager des Jünglings weilte, erwachte derselbe, blieb aber ruhig, sodass sie wähnte, er schlafe. Da nahm sie wieder die Perlenschnur vom Hals, hing sie ihm um, weinte warme Tränen auf seine Wangen und warf den Schleier zurück und nahm ihre Haare und trocknete die Tränen damit ab. Da sah der Jüngling, dass ihre Haare golden waren. Dann schlug sie das Busentuch zurück. Da glänzte ein heller Spiegel auf ihrer Brust, aus welchem des Jünglings Bild sanft und schön herausblickte. Doch als sie Abschied nahm, wurde sie jedes Mal betrübt und traurig. Denn sobald die helle Perlenschnur nur ein einziges Mal trüb werden mochte am Halse ihres geliebten Fischers, hatte sie sich ihm nie wieder nähern dürfen. So kam die bestimmte Zeit, wo die schöne Perlenkönigin wieder nahe dem Fischerdörflein ans Ufer stieg und nach ihrer gewohnten Weise über die frohen Kinder Perlen ausstreute. Und dieses Mal waren viele edle Fürsten und Herren gekommen, um die reiche, schöne Prinzessin zu erringen. Auch der Fischerjüngling stand von ferne und fasste Mut. Doch es kam zuletzt an ihn, als alle anderen wieder beschämt von ihr gewichen waren. Da trat er bescheiden hin und bat um die drei Aufgaben. Und die Jungfrau glühte vor Freude und gab sie ihm und sandte heimlich flehende Blicke gen Himmel, dass doch ihr geliebter Jüngling die Proben bestehen möge. Kein anderer konnte sie erlösen. Der schöne Fischer beugte sich sittsam vor der Holden und sprach: »Oh, deine Haare müssen golden sein.« In diesem Augenblick fiel der Schleier herab und ihre goldenen Locken wallten hernieder. Dann hängte die freudige Jungfrau die Perlenschnur um den Hals des Jünglings und sie blieb rein und glänzend. Und wieder sprach der Fischer: »Und deine Brust muss ein reicher, schöner Spiegel sein heute, Jungfrau.« Und auch das Busentuch rauschte augenblicklich zur Erde und der klare Spiegel auf der Brust der Jungfrau zeigte ein sanftes, schönes Bild. Das Bild des Jünglings. Da erscholl vom Perlenschifflein ein heller Jubel und freudetönende Musik, und ein Kreis von schönen Frauen und blühenden Männern erhob sich freudevoll vom Schifflein und nahm das holde Paar auf. Und der kleine schöne Perlennachen glitt auf der spiegelhellen Wasserfläche dahin, nach der wunderlieblichen Perleninsel der Heimat der lieben Braut des Fischerjünglings, um nimmer, nimmer wiederzukehren. Die Wassernixe. Ein Brüderchen und ein Schwesterchen spielten an einem Brunnen, und wie sie so spielten, plumpten sie beide hinein. Da war unten eine Wassernixe, die sprach: »Jetzt hab ich euch, jetzt seid ihr mir brav arbeiten«, und führte sie mit sich fort. Dem Mädchen gab sie verwirrten, garstigen Flachs zu spinnen, und es musste Wasser in ein hohles Fass schleppen. Der Junge aber sollte einen Baum mit einer stumpfen Axt hauen und nichts zu essen bekommen als steinharte Klöße. Da wurden zuletzt die Kinder so ungeduldig, dass sie warteten, bis eines Sonntags die Nixe in der Kirche war. Da entflohen sie. Und als die Kirche vorbei war, sah die Nixe, dass die Vögel ausgeflogen waren, und setzte ihnen mit großen Sprüngen nach. Die Kinder erblickten sie aber von Weitem, und das Mädchen warf eine Bürste hinter sich.
Da gab es einen großen Bürstenberg mit tausend und tausend Stacheln, über den die Nixe mit großer Mühe klettern musste. Endlich kam sie aber doch hinüber. Wie das die Kinder sahen, warf der Knabe einen Kamm hinter sich. Da gab es einen großen Kammberg mit tausendmal tausend Zinken. Aber die Nixe wusste sich daran festzuhalten und kam zuletzt doch drüber. Da warf das Mädchen einen Spiegel hinterwärts, welches einen Spiegelberg gab. Der war so glatt, dass sie unmöglich drüber konnte. Da dachte sie, ich will geschwind nach Haus gehen und meine Axt holen und den Spiegelberg in zwei hauen. Bis sie aber wiederkam und das Glas aufgehauen hatte, waren die Kinder längst weit entflohen und die Wassernixe musste sich wieder in ihren Brunnen trollen. Weit draußen im Meere ist das Wasser so blau wie die Blütenblätter der schönsten Kornblume und so klar wie das reinste Glas. Aber es ist dort sehr tief, tiefer als irgendein Ankertau reicht. Viele Kirchtürme müssten aufeinandergestellt werden, um von Grund bis über das Wasser zu reichen. Dort unten wohnt das Meervolk. Nun muss man nicht etwa glauben, dass dort nur der nackte weiße Sandboden sei. Nein, da wachsen die wundersamsten Bäume und Pflanzen, deren Stiele und Blätter so geschmeidig sind, dass sie sich bei der geringsten Bewegung des Wassers rühren, als ob sie lebend wären. Alle Fische, klein und groß, schlüpfen zwischen den Zweigen hindurch, gerade wie hier oben die Vögel in der Luft. An der allertiefsten Stelle liegt des Meereskönigs Schloss. Die Mauern sind aus Korallen und die langen spitzen Fenster von allerklarsten Bernstein. Das Dach aber besteht aus Muschelschalen, die sich öffnen und schließen, je nachdem das Wasser strömt. Das sieht prächtig aus, denn in jeder liegen strahlende Perlen. Eine einzige davon würde der Stolz einer Königskrone sein. Der Meereskönig dort unten war seit vielen Jahren Witwer, aber seine alte Mutter besorgte sein Haus. Sie war eine kluge Frau, doch recht stolz auf ihren Adel. Deshalb trug sie 12 Austern auf dem Schwanze, während die anderen Vornehmen nur 6 tragen durften. Sonst verdiente sie großes Lob, besonders weil sie die kleinen Meeresprinzessinnen, ihre Enkelinnen, so liebte. Das waren 6 prächtige Kinder, aber die jüngste war die schönste von allen. Ihre Haut war so klar und zart wie ein Rosenblatt, ihre Augen so blau wie die tiefste See, aber ebenso wie alle anderen hatte sie keine Füße. Ihr Körper endete in einem Fischschwanz. Den lieben langen Tag durften sie unten im Schlosse, wo lebendige Blumen aus den Wänden wuchsen, spielen. Die großen Bernsteinfenster wurden aufgemacht und dann schwammen die Fische zu ihnen herein, gerade wie bei uns die Schwalben hereinfliegen, wenn wir die Fenster aufmachen. Aber die Fische schwammen geradewegs auf die kleine Prinzessinnen zu, fraßen aus ihren Händen und ließen sich streicheln. Draußen vor dem Schlosse war ein großer Garten mit feuerroten und dunkelblauen Bäumen. Die Früchte strahlten wie Gold und die Blumen wie brennendes Feuer, indem sie fortwährend Stängel und Blätter bewegten. Der Boden selbst war der feinste Sand, aber blau wie Schwefelflamme. Über dem Ganzen dort unten lag ein seltsamer blauer Schein. Man hätte eher glauben mögen, dass man hoch oben in der Luft stände und nur Himmel über und unter sich sehe, als dass man auf dem Meeresgrunde sei. Bei Windstille konnte man die Sonne sehen. Sie erschien wie eine Purpurblume, aus deren Kelche alles Licht strömte. Jede der kleinen Prinzessinnen hatte ihren kleinen Fleck im Garten, wo sie graben und pflanzen konnte, ganz wie sie wollte. Eine gab ihrem Blumenbeet die Gestalt eines Walfisches. Einer anderen erschien es hübscher, dass das ihre einem Meerweiblein glich. Aber die jüngste machte ihr Beet ganz rund wie die Sonne und hatte nur Blumen darauf, die so rot wie diese leuchteten. Sie war ein seltsames Kind, still und nachdenklich, und während die anderen Schwestern sich mit den merkwürdigsten Sachen, die aus gestrandeten Schiffen genommen waren, putzten, wollte sie nur, außer ihrer rosenroten Blumen, die der Sonne dort oben glichen, ein schönes Marmorbild haben. Es war ein herrlicher Knabe aus weißem, klaren Stein gehauen, der beim Stranden auf den Meeresboden gesunken war.
Sie pflanzte neben dem Bilde eine rosarote Trauerweide, die prächtig wuchs und mit ihren frischen Zweigen darüber hing, bis auf den blauen Sandboden hinab, wo der Schatten sich violett färbte und gleich den Zweigen in sanfter Bewegung war. Es sah aus, als ob die Spitze und die Wurzeln miteinander spielten, als ob sie sich küssen wollten. Sie kannte keine größere Freude, als von der Menschenwelt über ihr zu hören. Die alte Großmutter musste ihr alles erzählen, was sie wusste von den Schiffen und Städten, Menschen und Tieren. Ganz besonders wunderbar und herrlich erschien es ihr, dass oben auf der Erde die Blumen dufteten, denn das taten sie auf dem Meeresboden nicht. Und dass die Wälder grün waren und die Fische, die man dort auf den Zweigen sieht, so laut und lieblich singen konnten, dass es eine Lust war. Es waren die kleinen Vögel, die die Großmutter Fische nannte, denn sonst hätten es die Kinder nicht verstehen können, da sie nie einen Vogel gesehen hatten. »Wenn ihr euer 15. Jahr erreicht habt«, sagte die Großmutter, »so werdet ihr Erlaubnis bekommen, aus dem Meere emporzutauchen, im Mondschein auf den Klippen zu sitzen und die großen Schiffe vorbeisegeln zu sehen. Auch die Wälder und Städte sollt ihr dann sehen.« Im nächsten Jahr wurde die eine von den Schwestern 15 Jahre, aber die anderen, die eine war immer ein Jahr jünger als die andere, die jüngste musste also noch 5 Jahre länger warten, bevor sie den Meeresgrund aufsteigen und sehen konnte, wie es bei uns aussieht. Aber die eine versprach der anderen zu erzählen, was sie gesehen und am ersten Tage am schönsten gefunden hätte, denn ihre Großmutter erzählte ihnen nicht genug, da war noch so vieles, worüber sie Bescheid wissen mussten. Keine war so sehnsuchtsvoll wie die Jüngste. Gerade sie, die am längsten Zeit zu warten hatte und die so still und gedankenvoll war. Manche Nacht stand sie am offenen Fenster und sah hinauf durch das dunkelblaue Wasser, wo die Fische mit ihren Flossen und Schwänzen einherruderten. Mond und Sterne konnte sie sehen. Zwar leuchteten sie nur ganz bleich, aber durch das Wasser sahen sie viel größer aus als für unsere Augen. Glitt es dann gleich einer schwarzen Wolke unter ihnen dahin, so wusste sie, dass es entweder ein Walfisch war, der über ihr schwamm, oder ein Schiff mit vielen Menschen. Die dachten gewiss nicht daran, dass eine liebliche kleine Seejungfer unten stand und ihre weißen Hände gegen den Kiel emporstreckte. Nun war die älteste Prinzessin 15 Jahre alt und durfte zur Meeresoberfläche aufsteigen. Als sie zurückkam, wusste sie 100 Dinge zu erzählen. Das Herrlichste jedoch, sagte sie, wäre, im Mondschein auf einer Sandbank in der ruhigen See zu liegen und zu der großen Stadt dicht bei der Küste hinüberzuschauen, wo die Lichter blinkten wie 100 Sterne, die Musik und den Lärm und die Geräusche der Wagen und Menschen zu hören, die vielen Kirchtürme und Giebel zu sehen und zu hören, wie die Glocken läuteten. Und die Jüngste sehnte sich immer mehr nach diesem Allen, gerade weil sie noch immer nicht hinauf durfte. Oh, wie horchte sie auf, und wenn sie dann abends am offenen Fenster stand und durch das dunkelblaue Wasser hinaufsah, dachte sie an die große Stadt mit all ihrem Lärm und Geräusch. Und dann vermeinte sie, die Kirchenglocken bis zu sich herunterläuten zu hören. Ein Jahr danach bekam die zweite Schwester Erlaubnis, durch das Wasser aufzusteigen und zu schwimmen, wohin sie wollte. Sie tauchte auf, gerade als die Sonne unterging, und dieser Anblick erschien ihr der schönste. Der ganze Himmel habe wie Gold ausgesehen, sagte sie, und die Wolken, ja deren Herrlichkeit konnte sie nicht genug beschreiben. Rot und violett waren sie über ihr dahingesegelt, aber weit hurtiger als sie flog, wie ein langer weißer Schleier, ein Schwarm wilder Schwäne über das Wasser hin, wo die Sonne stand. Sie schwamm ihr entgegen, aber sie sank und der Rosenschimmer erlosch auf der Meeresfläche und den Wolken. Im Jahre darauf kam die dritte Schwester hinauf. Sie war die dreisteste von allen. Darum schwamm sie einen breiten Fluss hinauf, der in das Meer mündete. Herrliche grüne Hügel mit Weinreben sah sie und Schlösser und Bauernhöfe schauten zwischen den prächtigen Wäldern hervor. Sie hörte, wie alle Vögel sangen, und die Sonne schien so warm, dass sie untertauchen musste, um im Wasser ihr brennendes Antlitz zu kühlen. In einer kleinen Bucht traf sie eine Schar kleiner Menschenkinder. Ganz nackend liefen sie im Wasser umher und plätscherten. Sie wollte mit ihnen spielen, aber sie waren erschreckt davongelaufen, und ein kleines schwarzes Tier war gekommen. Das war ein Hund, aber sie hatte nie zuvor einen Hund gesehen. Der bellte sie so schrecklich an, dass sie es mit der Angst bekam.
und schnell in die offene See zu kommen suchte. Aber niemals konnte sie die prächtigen Wälder vergessen und die grünen Hügel und die niedlichen Kinder, die im Wasser schwimmen konnten, obwohl sie keinen Fischschwanz hatten. Die vierte Schwester war nicht so dreist. Sie blieb draußen mitten im wilden Meer und erzählte, dass gerade das Herrlichste gewesen wäre. Man sehe viele Meilen weit umher und der Himmel stände über einem wie eine große Glasglocke. Schiffe hätte sie gesehen, aber weit in der Ferne. Sie sehen aus wie Strandmöwen. Die lustigen Delfine hätten Purzelbäume geschlagen und die großen Walfische hätten aus ihren Nasenlöchern Wasser hoch in die Luft gespritzt, sodass es wie 100 Springbrunnen ringsumher ausgesehen habe. Nun kam die Reihe an die fünfte Schwester. Ihr Geburtstag fiel gerade in den Winter und darum sah sie, was die anderen das erste Mal nicht gesehen hatten. Das Meer nahm sich ganz grün aus und ringsum schwammen große Eisberge. Jeder sehe aus wie eine Perle, sagte sie, doch sei er größer als die Kirchtürme, die die Menschen bauten. In den seltsamsten Gestalten zeigten sie sich und funkelten wie Diamanten. Sie hatte sich auf einen der größten gesetzt und alle Segler kreuzten erschrocken in großem Bogen dort vorbei, wo sie saß und ihre Haare im Wind fliegen ließ. Aber gegen Abend überzog sich der Himmel mit schwarzen Wolken. Es blitzte und donnerte, während die schwarze See die großen Eisblöcke hoch emporhob und sie in rotem Lichte erglänzen ließ. Auf allen Schiffen nahm man die Segel herein und überall herrschte Angst und Grauen. Sie aber saß ruhig auf ihrem schwimmenden Eisberg und sah die blauen Blitze im Zickzack in die schimmernde See herniederschlagen. Das erste Mal, wenn eine der Schwestern über das Wasser emporkam, war jede entzückt über all das Neue und Schöne, was sie sah. Aber da sie nun als erwachsene Mädchen emporsteigen durften, wann sie wollten, wurde es ihnen gleichgültig. Sie sehnten sich wieder nach Hause zurück und nach eines Monats Verlauf sagten sie, dass es doch unten bei ihnen am allerschönsten sei. Man sei da so hübsch zu Hause. In mancher Abendstunde fassten sich die fünf Schwestern an den Händen und stiegen in einer Reihe über das Wasser hinauf. Herrliche Stimmen hatten sie, schöner als irgendein Mensch. Und wenn dann ein Sturm heraufzog, sodass sie annehmen konnten, dass Schiffe untergehen würden, so schwammen sie vor den Schiffen her und sangen so wundersam, wie schön es auf dem Meeresgrunde sei. Und sie baten die Schiffer, sich nicht zu fürchten vor dem Untergehen. Aber diese konnten die Worte nicht verstehen und glaubten, es wäre der Sturm. Und sie bekamen die Herrlichkeiten da unten auch nicht zu sehen, denn wenn das Schiff sank, ertranken die Menschen und kamen nur als Tote zu des Meereskönigs Schloss. Wenn die Schwestern so Arm in Arm am Abend durch die See hinaufstiegen, dann stand die kleine Schwester ganz allein und sah ihnen nach. Und es war ihr, als ob sie weinen müsste, aber Seejungfern haben keine Tränen und leiden darum viel schwerer. »Ach, wäre ich doch 15 Jahre«, sagte sie. »Ich weiß, dass ich die Welt da oben und die Menschen, die dort bauen und wohnen, recht in mein Herz schließen werde.« Endlich war sie 15 Jahre alt. »Sieh, nun bist du erwachsen«, sagte ihre Großmutter, die alte Königin Witwe. »Komm, komm nun und lass dich von mir schmücken wie deine anderen Schwestern.« Und sie setzte ihr einen Kranz von weißen Lilien ins Haar. Aber jedes Blumenblatt war eine halbe Perle. Und dann ließ die Alte 8 große Austern sich im Schwanze der Prinzessin festklemmen, um ihren hohen Stand zu zeigen. »Das tut so weh«, sagte die kleine Seejungfer. »Ja, Adel hat seinen Zwang«, sagte die Alte. Ach, sie würde so gern die ganze Pracht abgeschüttelt und den schwarzen Kranz weggelegt haben. Ihre roten Blumen im Garten kleideten sie viel besser. Aber das nutzte nun nichts mehr. »Lebe wohl«, sagte sie und stieg leicht und klar, gleich einer Blase im Wasser empor. Die Sonne war gerade untergegangen, als sie ihr Haupt aus dem Wasser erhob. Aber alle Wolken leuchteten noch wie Rosen und Gold. Und mitten in der zartroten Luft strahlte der Abendstern so licht und klar. Die Luft war mild und frisch und das Meer windstill. Da lag ein großes Schiff mit 3 Masten. Nur ein einziges Segel war aufgezogen, denn nicht ein Lüftchen rührte sich und rings im Tauwerk und auf den Stangen saßen Matrosen. Da war Musik und Gesang und als es abends dunkelte, wurden Hunderte von bunten Lichtern angezündet.
und es sah aus, als ob die Flaggen aller Nationen in der Luft wehten. Die kleine Seejungfer schwamm bis dicht an das Kajütenfenster, und jedes Mal, wenn das Wasser sie emporhob, konnte sie durch die spiegelklaren Scheiben sehen, wie viele geputzte Menschen darin standen. Aber der schönste war doch der junge Prinz mit den großen schwarzen Augen. Er war gewiss nicht viel über 16 Jahre. Es war sein Geburtstag und darum herrschte all die Pracht. Die Matrosen tanzten auf dem Deck und als der junge Prinz heraustrat, stiegen über 100 Raketen in die Luft empor. Die leuchteten wie der klare Tag, sodass die kleine Seejungfer ganz erschreckt ins Wasser niedertauchte. Aber sie steckte bald den Kopf wieder hervor und da war es, als ob alle Sterne des Himmels auf sie herniederfielen. Niemals hatte sie solche Feuerkünste gesehen. Große Sonnen drehten sich sprühend herum, Feuerfische schwangen sich in die blaue Luft und alles spiegelte sich in der klaren, stillen See. Auf dem Schiff selbst war es so hell, dass man jedes kleine Tau sehen konnte. Wie viel genauer noch die Menschen. Ach, wie schön war doch der junge Prinz. Und er drückte den Leuten die Hand und lächelte, während die Musik in die herrliche Nacht hinausklang. Es wurde spät, aber die kleine Seejungfer konnte die Augen nicht von dem Schiff und dem schönen Prinzen wegwenden. Die bunten Lichter waren gelöscht, Raketen stiegen nicht mehr empor und auch keine Kanonenschüsse ertönten mehr. Aber tief unten im Meere summte und brummte es. Sie saß inzwischen und ließ sich vom Wasser auf- und niederschaukeln, sodass sie in die Kajüte hineinsehen konnte. Aber jetzt bekam das Schiff stärkere Fahrt. Ein Segel nach dem anderen breitete sich aus, die Wogen gingen höher, große Wolken zogen herauf. Es blitzte in der Ferne. Ein schreckliches Unwetter war im Anzuge, deshalb nahmen die Matrosen die Segel ein. Das große Schiff schaukelte in fliegender Fahrt auf der wilden See. Die Wogen stiegen auf wie große schwarze Berge, die sich über die Masten wälzen wollten. Aber das Schiff tauchte wie ein Schwan zwischen den hohen Wogen nieder und ließ sich wieder emportragen auf die aufgetürmten Wasser. Die kleine Seejungfer schien es eine recht lustige Fahrt zu sein, aber den Seeleuten erschien es ganz und gar nicht so. Das Schiff knackte und krachte, die dicken Planken bogen sich bei den starken Stößen, mit denen sich die See gegen das Schiff warf. Der Mast brach mittendurch, als ob er ein Rohr wäre. Und das Schiff schlingerte auf die Seite, während das Wasser in den Raum drang. Nun sah die kleine Seejungfer, dass sie in Gefahr waren. Sie musste sich selbst in Acht nehmen vor den Balken und Schiffstrümmern, die auf dem Wasser trieben. Einen Augenblick war es so kohlschwarze Finsternis, dass sie nicht das Mindeste gewahren konnte. Aber wenn es dann blitzte, wurde es wieder so hell, dass sie alle auf dem Schiff erkennen konnte. Jeder tummelte sich, so gut er konnte. Besonders suchte sie nach dem jungen Prinzen und sie sah ihn, als das Schiff verschwand, in das tiefe Meer versinken. Zuerst war sie sehr froh darüber, denn nun kam er ja zu ihr herunter. Aber dann erinnerte sie sich, dass Menschen nicht unter dem Wasser leben können, dass er also nur als Toter hinunter zu ihres Vaters Schloss gelangen konnte. Nein, sterben durfte er nicht. Deshalb schwamm sie hin zwischen die Balken und Planken, die auf dem Meere trieben, und vergaß ganz, dass sie von ihnen hätte zermalmt werden können. Sie tauchte tief unter das Wasser, stieg wieder empor zwischen den Wogen und gelangte so zuletzt zu dem jungen Prinzen hin, der kaum mehr in der stürmischen See schwimmen konnte. Seine Arme und Beine begannen zu ermatten, die schönen Augen schlossen sich, und er wäre gestorben, wenn nicht die kleine Seejungfer dazugekommen wäre. Sie hielt seinen Kopf über Wasser und ließ sich so von den Wogen mit ihm treiben, wohin sie wollten. Am Morgen war das Unwetter vorüber. Vom Schiffe war nicht ein Span mehr zu sehen, die Sonne stieg rot empor und glänzte über dem Wasser, und es war gerade, als ob des Prinzen Wangen Leben dadurch erhielten, aber die Augen blieben geschlossen. Die Seejungfer küsste seine hohe, schöne Stirn und strich sein nasses Haar zurück. Sie dachte, dass er dem Marmorbilde unten in ihrem kleinen Garten gliche, und sie küsste ihn wieder und wünschte, dass er doch leben möchte. Nun sah sie vor sich das feste Land, hohe blaue Berge, auf deren Gipfel der weiße Schnee schimmerte, als ob Schwäne dort oben lägen. Unten an der Küste waren herrliche grüne Wälder und vorn lag eine Kirche oder ein Kloster, das wusste sie nicht recht, aber ein Gebäude war es.
Zitronen- und Apfelsinenbäume wuchsen dort im Garten und vor den Toren standen große Palmenbäume. Die See bildete hier eine kleine Bucht. Da war es ganz still, aber sehr tief. Bis dicht zu den Klippen, wo der feine weiße Sand angespült lag, schwamm sie mit dem schönen Prinzen, legte ihn in den Sand und sorgte besonders dafür, dass der Kopf hoch im warmen Sonnenschein lag. Nun läuteten die Glocken in dem großen weißen Gebäude und es kamen viele junge Mädchen durch den Garten. Da schwamm die kleine Seejungfer etwas weiter hinaus hinter ein paar große Felsen, die aus dem Meere aufragten, bedeckte ihre Brust und ihr Haar mit Meerschaum, sodass niemand ihr kleines Antlitz sehen konnte. Und dann passte sie auf, wer zu dem armen Prinzen kommen würde. Es dauerte nicht lange, bis ein junges Mädchen dahin kam. Sie schien sehr erschrocken, aber nur einen Augenblick. Dann holte sie mehrere Leute herbei und die Seejungfer sah, dass der Prinz wieder zu sich kam und alle anlächelte. Aber hinaus zu ihr lächelte er nicht. Er wusste ja auch nicht, dass sie ihn gerettet hatte. Sie wurde sehr traurig und als er in das große Gebäude geführt wurde, tauchte sie betrübt ins Wasser hinab und kehrte heim zu ihres Vaters Schloss. Immer war sie still und gedankenvoll gewesen, aber nun wurde sie noch weit mehr. Die Schwestern fragten sie, was sie das erste Mal dort oben gesehen habe, aber sie erzählte nichts. Manchen Abend und Morgen stieg sie auf zu der Stelle, wo sie den Prinzen verlassen hatte. Sie sah des Gartens Früchte reifen und gepflückt werden, sie sah den Schnee auf den hohen Bergen schmelzen, aber den Prinzen sah sie nicht und deshalb kehrte sie immer betrübter heim. Es war ihr einziger Trost, in dem kleinen Garten zu sitzen und ihre Arme um das schöne Marmorbild, das dem Prinzen glich, zu schlingen. Aber ihre Blumen pflegte sie nicht. Sie wuchsen wie in einer Wildnis über die Gänge hinaus und flochten ihre langen Stiele und Blätter in die Zweige der Bäume, sodass es dort ganz dunkel war. Zuletzt konnte sie es nicht länger aushalten und sagte es einer von ihren Schwestern. Und so bekam es schnell all die anderen zu wissen, aber nicht mehr als sie. Und noch ein paar Seejungfern, die es niemand weiter sagten, als ihren allernächsten Freundinnen. Eine von diesen wusste, wer der Prinz war. Sie hatte auch das Fest auf dem Schiffe gesehen und wusste, woher er war und wo sein Königreich lag. »Komm, Schwesterchen«, sagten die anderen Prinzessinnen, und Arm in Arm stiegen sie in einer langen Reihe aus dem Meere empor, dorthin, wo sie des Prinzen Schloss wussten. Dies war aus einer hellgelb glänzenden Steinart aufgeführt, mit großen Marmortreppen, von denen eine gerade bis zum Meere hinunterführte. Prächtige, vergoldete Kuppeln erhoben sich über dem Dache, und zwischen den Säulen, die das ganze Gebäude umkleideten, standen Marmorbilder, die sahen aus, als ob sie Leben hätten. Durch das klare Glas in den hohen Fenstern konnte man in die prächtigsten Gemächer hineinsehen, wo kostbare Seidengardinen und Teppiche hingen, und die Wände mit großen Gemälden geschmückt waren, sodass es ein wahres Vergnügen war, alles anzusehen. Mitten in dem größten Saal plätscherte ein großer Springbrunnen. Seine Strahlen sprangen hoch auf gegen die Glaskuppel in der Decke, wohindurch die Sonne auf das Wasser und die herrlichen Pflanzen schien, die in dem großen Marmorbecken wuchsen. Nun wusste sie, wo er wohnte, und so brachte sie manchen Abend und manche Nacht dort auf dem Wasser zu. Sie schwamm dem Lande weit näher, als es eine der anderen je gewagt hatte. Ja, sie drang bis weit in den schmalen Kanal unter dem prächtigen Marmoraltan ein, der einen langen Schatten über das Wasser warf. Hier saß sie und sah auf den jungen Prinzen, der sich ganz allein in dem klaren Mondschein glaubte. An manchen Abend sah sie ihn mit Musik und wehenden Flaggen in seinem prächtigen Boot davonsegeln. Sie lugte zwischen dem grünen Schilfe hervor und wenn der Wind mit ihrem langen silberweißen Schleier spielte und jemand das sah, dachte er, es sei ein Schwan, der seine Flügel höbe. Sie hörte in mancher Nacht, wenn die Fischer mit Fackeln auf dem Meer lagen, dass viel Gutes von dem jungen Prinzen berichtet wurde. Und da freute sie sich, dass sie ihn gerettet hatte, als er halb tot auf den Wogen trieb. Und sie dachte daran, wie fest sein Haupt an ihrer Brust geruht hatte und wie innig sie ihn da geküsst hatte. Aber er wusste nichts davon und konnte nicht einmal von ihr träumen. Mehr und mehr kam sie dazu, die Menschen zu lieben, und mehr wünschte sie, zu ihnen hinaufsteigen zu können, denn die Menschenwelt erschien ihr weit größer als die ihre.
Sie konnten zu Schiff über die Meere fliegen, auf die hohen Berge weit über den Wolken steigen und ihre Länder erstreckten sich mit Wäldern und Feldern weiter, als sie blicken konnte. Da war so vieles, was sie gern wissen wollte, aber die Schwestern konnten ihr auf viele Fragen keine Antwort geben. Deshalb fragte sie die alte Großmutter, denn diese kannte die höhere Welt, wie sie sehr richtig die Länder oberhalb des Meeres nannte, recht gut. »Wenn die Menschen nicht ertrinken«, fragte die kleine Seejungfer, »können sie dann ewig leben? Sterben sie nicht, wie wir hier unten im Meere?« »Ja«, sagte die Alte, »sie müssen auch sterben und ihre Lebenszeit ist sogar noch kürzer als die unsere. Wir können 300 Jahre alt werden, aber wenn wir dann aufgehört haben zu sein, so werden wir in Schaum auf dem Wasser verwandelt und haben nicht einmal ein Grab hier unten zwischen unseren Leben. Wir haben keine unsterbliche Seele. Wir erhalten nie wieder Leben. Wir sind gleich dem grünen Schilfe. Ist es einmal abgeschnitten, so kann es nie wieder grünen. Die Menschen dagegen haben eine Seele, die ewig lebt. Die lebt, auch wenn der Körper zur Erde zerfallen ist. Sie steigt auf in der klaren Luft und zu all den schimmernden Sternen empor. Gerade wie wir aus dem Meere auftauchen und die Länder der Menschen sehen, so tauchen sie zu unbekannten herrlichen Orten empor, die wir niemals erblicken werden. »Warum bekamen wir keine unsterbliche Seele?«, sagte die kleine Seejungfer betrübt. »Ich wollte all meine 100 Jahre, die ich zu leben habe, dafür hingeben, einen Tag ein Mensch zu sein und teilzuhaben an der himmlischen Welt.« »So etwas musst du nicht denken«, sagte die Alte. »Wir sind viel glücklicher und besser dran als die Menschen dort oben.« »Ich muss also sterben und als Schaum auf dem Meere treiben und darf nicht mehr der Wellenmusik hören, die herrlichen Blumen und die rote Sonne sehen? Kann ich denn gar nichts tun, um eine unsterbliche Seele zu gewinnen?« »Nein«, sagte die Alte, »nur wenn ein Mensch dich so lieb gewinnt, dass du für ihn mehr wirst als Vater und Mutter, wenn er mit all seinen Gedanken und seiner Liebe an dir hinge und den Priester deine rechte Hand in seine legen ließe, mit dem Gelübde der Treue hier und für alle Ewigkeit. Dann würde seine Seele in deinen Körper überfließen und du bekämst auch Teil an dem Glücke der Menschen. Er gäbe dir eine Seele und behielte doch die eigene. Aber das kann niemals geschehen. Was hier im Meere gerade als schön gilt, dein Fischschwanz, das finden sie hässlich oben auf der Erde. Sie verstehen es eben nicht besser. Man muss dort zwei plumpe Säulen haben, die sie Beine nennen, um schön zu sein.« Da seufzte die kleine Seejungfer und sah betrübt auf ihren Fischschwanz. »Lass uns fröhlich sein«, sagte die Alte. »Hüpfen und springen wollen wir in den 300 Jahren, die wir zu leben haben. Das ist eine ganz schöne Zeit. Später kann man sich umso sorgenloser in seinem Grabe ausruhen. Heute Abend haben wir Hofball.« Das war eine Pracht, wie man sie auf der Erde nie sehen konnte. Wände und Decken in dem großen Tanzsaal waren aus dickem, aber klarem Glase. Mehrere hundert riesige Muschelschalen, rosenrote und grasgrüne, standen in Reihen an jeder Seite mit einem blau brennenden Feuer, das den ganzen Saal erleuchtete und durch die Wände hinausschien, sodass die See draußen ebenfalls hell erleuchtet war. Man konnte all die unzähligen Fische sehen, große und kleine, die gegen die Glasmauern schwammen. Bei einigen schimmerten die Schuppen purpurrot, bei anderen wie Silber und Gold. Mitten im Saale floss ein breiter Strom, und auf diesem tanzten die Meermänner und Meerweiblein zu ihrem eigenen herrlichen Gesang. So süß klingende Stimmen gab es bei den Menschen auf der Erde nicht. Die kleine Seejungfer sang am schönsten von allen, und alle klatschten ihr zu. Und einen Augenblick lang fühlte sie Freude im Herzen, denn sie wusste, dass sie die schönste Stimme von allem im Wasser und auf der Erde hatte. Aber bald dachte sie doch wieder an die Welt über sich. Sie konnte den schönen Prinzen nicht vergessen und auch nicht ihren Kummer darüber, dass sie nicht, wie er, eine unsterbliche Seele besaß. Deshalb schlich sie sich aus ihres Vaters Schloss, und während alle drinnen sich bei Gesang und Fröhlichkeit vergnügten, saß sie betrübt in ihrem kleinen Garten. Da hörte sie das Waldhorn durch das Wasser hinunter erklingen, und sie dachte, nun fährt er gewiss dort oben, er, den ich lieber habe als Vater und Mutter, er, an dem meine Gedanken hängen und in dessen Hand ich meines Lebens Glück legen möchte. Alles will ich wagen, um ihn und um eine unsterbliche Seele zu gewinnen.
Während meine Schwestern dort drinnen in meines Vaters Schloss tanzen, will ich zur Meerhexe gehen, vor der ich mich immer so gefürchtet habe. Aber sie kann vielleicht raten und helfen. Nun ging die kleine Seejungfer aus ihrem Garten hinaus, zu dem brausenden Mahlstrom, hinter dem die Hexe wohnte. Diesen Weg war sie nie zuvor gegangen. Da wuchsen keine Blumen, kein Seegras. Und der nackte graue Sandboden streckte sich gegen den Mahlstrom, wo das Wasser wie brausende Mühlenräder im Kreise wirbelte. Und alles, was es erfasste, mit sich in die Tiefe riss. Mitten zwischen diesen zermalmenden Wirbeln musste sie dahin gehen, um in das Reich der Meerhexe zu gelangen. Dann gab es eine ganze Strecke keinen anderen Weg, als über heiß sprudelnden Schlamm, den die Hexe ihr Torfmoor nannte. Dahinter lag ihr Haus, mitten in einem seltsamen Walde. Alle Bäume und Büsche waren Polypen, halb Tier, halb Pflanze. Sie sahen aus wie hundertköpfige Schlangen, die aus der Erde wuchsen. Alle Zweige waren lange schleimige Arme mit Fingern wie geschmeidige Würmer. Und Glied für Glied bewegten sie sich von der Wurzel bis zur äußersten Spitze. Alles, was in ihre Greifennähe kam im Meer, umschnürten sie fest und ließen es nicht wieder los. Die kleine Seejungfer blieb ganz erschrocken draußen stehen. Ihr Herz klopfte vor Angst, fast wäre sie wieder umgekehrt. Aber da dachte sie an den Prinzen und an die Menschenseele, und das machte ihr Mut. Ihr langes, wehendes Haar band sie fest um den Kopf, sodass die Polypen sie nicht daran ergreifen könnten. Beide Hände legte sie über der Brust zusammen und schoss von dannen, schnell wie nur ein Fisch durchs Wasser schießen kann, mitten hinein zwischen die hässlichen Polypen, die ihre geschmeidigen Arme und Finger nach ihr ausstreckten. Sie sah, wie jeder von ihnen etwas, was er aufgegriffen hatte, mit 100 kleinen Armen festhielt, wie mit starken Eisenbanden. Menschen, die in der See umgekommen waren und tief heruntergesunken waren, sahen als weiße Gerippe aus den Armen der Polypen hervor. Steuerruder und Kisten hielten sie fest, Skelette von Landtieren und eine kleine Meerjungfer, die sie gefangen und erstickt hatten. Das erschien ihr fast als das Schrecklichste. Nun gelangte sie an einen großen, mit Schleim bedeckten Platz im Walde, wo große, fette Wasserschlangen sich wälzten und ihre hässlichen, weißgelben Bäuche zeigten. Mitten auf dem Platz war ein Haus errichtet aus ertrunkenen Menschen weißen Gebeinen. Da saß die Meerhexe und ließ eine Kröte von ihrem Munde essen, gerade wie Menschen einen kleinen Kanarienvogel Zucker picken lassen. Die hässlichen, fetten Wasserschlangen nannte sie ihre kleinen Küchlein und ließ sie sich auf ihrer großen, schwammigen Brust wälzen. »Ich weiß schon, was du willst«, sagte die Meerhexe. »Das ist zwar dumm von dir, aber du sollst trotzdem deinen Willen haben, denn er wird dich ins Unglück stürzen, meine schöne Prinzessin. Du willst gern deinen Fischschwanz los sein und dafür zwei Stümpfe haben, um darauf zu gehen, ebenso wie die Menschen, damit der junge Prinz sich in dich verlieben soll und du ihn und eine unsterbliche Seele bekommen kannst.« Gleichzeitig lachte die Hexe so laut und scheußlich, dass die Kröte und die Schlangen zur Erde fielen und sich dort wälzten. »Du kommst gerade zur rechten Zeit«, sagte die Hexe. »Morgen, wenn die Sonne aufgeht, könnte ich dir nicht mehr helfen, bevor wieder ein Jahr um wäre. Ich will dir einen Trunk bereiten, mit dem sollst du, bevor die Sonne aufgeht, ans Land schwimmen, dich ans Ufer setzen und ihn trinken. Dann verschwindet dein Schwanz und schrumpft zusammen zu dem, was die Menschen hübsche Beine nennen. Aber es tut weh. Es wird sein, als ob ein scharfes Schwert durch dich hindurch ginge. Alle, die dich sehen, werden sagen, du seist das liebreizendste Menschenkind, das sie je gesehen hätten. Du behältst deinen schwebenden Gang. Keine Tänzerin wird schweben können wie du. Aber jeder Schritt, den du tust, wird sein, als ob du auf scharfe Messer trätest, sodass dein Blut fließen muss. Willst du all dies erleiden, so werde ich dir helfen.« »Ja«, sagte die kleine Seejungfer mit bebender Stimme und dachte an den Prinzen und die unsterbliche Seele. »Bedenke aber«, sagte die Hexe, »hast du erst menschliche Gestalt bekommen, so kannst du nie wieder eine Seejungfer werden. Niemals wieder kannst du durch das Wasser zu deinen Schwestern niedersteigen und zu deines Vaters Schloss. Und wenn du die Liebe des Prinzen nicht erringst, so dass er um deinetwillen Vater und Mutter vergisst, mit all seinen Gedanken nur an dir hängt und den Priester eure Hände ineinander legen lässt, so dass ihr Mann und Frau werdet, so bekommst du keine unsterbliche Seele. Am ersten Morgen, nachdem er sich mit einer anderen vermählt hat, muss dein Herz brechen und du wirst zu Schaum auf dem Wasser.« »Ich will es«,
sagte die kleine Seejungfer und war bleich wie der Tod. Aber mich musst du auch bezahlen, sagte die Hexe, und es ist nicht wenig, was ich verlange. Du hast die herrlichste Stimme von allen hier auf dem Meeresgrunde, damit willst du ihn bezaubern, hast du dir wohl gedacht, aber die Stimme musst du mir geben. Das Beste, was du besitzest, will ich für meinen kostbaren Trank haben. Ich muss ja mein eigenes Blut für dich da reinmischen, damit der Trank scharf werde wie ein zweischneidiges Schwert. Aber wenn du mir meine Stimme nimmst, sagte die kleine Seejungfer, was behalte ich dann übrig? Deine schöne Gestalt, sagte die Hexe, deinen schwebenden Gang und deinen sprechenden Augen, damit kannst du schon ein Menschenherz betören. Na, hast du den Mut schon verloren? Streck deine kleine Zunge hervor, dann schneide ich sie ab. Zur Bezahlung, und du bekommst dafür den kräftigen Trank. Es geschehe, sagte die kleine Seejungfer, und die Hexe setzte ihren Kessel auf, um den Zaubertrank zu kochen. Reinlichkeit ist ein gutes Ding, sagte sie und scheuerte den Kessel mit Schlangen ab, die sie zu einem Knoten band. Nun ritzte sie sich selbst in die Brust und ließ ihr schwarzes Blut hineintropfen. Der Dampf nahm die seltsamsten Gestalten an, so dass einem Angst und Bange wurde. Jeden Augenblick tat die Hexe neue Sachen in den Kessel, und als es recht kochte, war es, als ob ein Krokodil weint. Zuletzt war der Trank fertig. Er sah aus wie das klarste Wasser. Da hast du ihn, sagte die Hexe und schnitt der kleinen Seejungfer die Zunge ab. Nun war sie stumm und konnte weder singen noch sprechen. Sobald du von den Polypen ergriffen wirst, wenn du durch meinen Wald zurückgehst, sagte die Hexe, so wirf nur einen einzigen Tropfen von diesem Trank auf sie, dann springen ihre Arme und Finger in 1000 Stücke. Aber das brauchte die kleine Seejungfer gar nicht. Die Polypen zogen sich erschreckt vor ihr zurück, als sie den leuchtenden Trank sahen, der in ihrer Hand glänzte. Gerade, als ob sie einen funkelnden Stern hielte. So kam sie bald durch den Wald, das Moor und den brausenden Mahlstrom. Sie konnte ihres Vaters Schloss sehen, die Lichter in dem großen Tanzsaal waren gelöscht. Sie schliefen alle gewiss darin, aber sie wagte doch nicht, noch einmal hinzugehen, nun sie stumm geworden war und sie auf immer verlassen wollte. Es war, als ob ihr Herz vor Kummer zerspringen wollte. Sie schlich sich in den Garten, nahm eine Blume von jeder Schwester Beet, warf tausende Kusshände zum Schlosse hin und stieg durch die dunkelblaue See empor. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, als sie des Prinzen Schloss erblickte und die prächtige Marmortreppe emporstieg. Der Mond schien wundersam klar. Die kleine Seejungfer trank den brennend scharfen Trank, und es war ihr, als ob ein zweischneidiges Schwert durch ihre feinen Glieder ging. Sie wurde darüber ohnmächtig und lag wie tot da. Als die Sonne über die See schien, erwachte sie und fühlte einen schneidenden Schmerz. Aber gerade vor ihr stand der schöne junge Prinz. Er heftete seine kohlschwarzen Augen auf sie, so dass sie die ihren niederschlug. Und nun sah sie, dass ihr Fischschwanz fort war und sie die niedlichsten kleinen weißen Füßchen hatte, die nur ein Mädchen haben konnte. Aber sie war ganz nackend, darum hüllte sie sich in ihr langes, dichtes Haar. Der Prinz fragte, wer sie wäre und wie sie hergekommen sei, und sie sah ihn mild, aber doch traurig mit ihren dunkelblauen Augen an. Sprechen konnte sie ja nicht. Dann nahm er sie bei der Hand und führte sie in das Schloss. Jeder Schritt, den sie tat, war, wie die Hexe es ihr vorausgesagt hatte, als ob sie auf spitzen Nadeln und scharfe Messer trete. Aber das erduldete sie gerne. An des Prinzen Hand stieg sie so leicht wie eine Seifenblase empor. Und er und alle anderen verwunderten sich über ihren anmutig dahinschwebenden Gang. Mit köstlichen Kleidern aus Seide und Musselin wurde sie nun bekleidet. Sie war die Schönste im Schlosse, aber sie war stumm, konnte weder singen noch sprechen. Wunderschöne Sklavinnen, gekleidet in Seide und Gold, traten hervor und sangen vor dem Prinzen und seinen königlichen Eltern. Eine von ihnen sang schöner als die andere, und der Prinz klatschte in die Hände und lächelte ihr zu. Da ward die kleine Seejungfer ganz traurig. Sie wusste, dass sie selbst weit schöner gesungen hatte. Und sie dachte, oh, wüsste er nur, dass ich, um in seiner Nähe zu sein, meine Stimme für alle Ewigkeit hingegeben habe. Nun tanzten die Sklavinnen liebliche, schwebende Tänze zu der herrlichen Musik. Da hob die kleine Seejungfer ihre schönen weißen Arme, erhob sich auf den Zehenspitzen und schwebte über den Boden hin
und sie tanzte, wie noch keine getanzt hatte. Bei jeder Bewegung offenbarte sich ihre Schönheit anmutiger und ihre Augen sprachen tiefer zum Herzen als der Gesang der Sklavinnen. Alle waren entzückt, besonders aber der Prinz, der sie sein kleines Findelkind nannte, und sie tanzte fort und fort, ob auch bei jedem Male, wenn ihr Fuß die Erde berührte, sie einen Schmerz fühlte, als ob sie auf scharfe Messer träte. Der Prinz sagte, dass sie immer bei ihm bleiben müsse, und sie bekam die Erlaubnis, vor seiner Tür auf einem samtenen Kissen zu schlafen. Er ließ ihr eine Knabentracht nähen, damit sie ihm auch zu Pferde folgen könne. Sie ritten durch die duftenden Wälder, wo die Zweige an ihre Schultern schlugen und die kleinen Vögel unter den frischen Blättern sangen. Sie kletterte mit dem Prinzen die hohen Berge hinauf, und obgleich ihre feinen Füße bluteten, dass selbst die anderen es sahen, lachte sie dessen und folgte ihm doch, bis sie die Wolken unter sich dahinsegeln sah, wie einen Schwarm Vögel, der nach fremden Ländern zog. Daheim auf des Prinzen Schloss, wenn nachts die anderen schliefen, ging sie die breite Marmortreppe hinab. Es kühlte ihre brennenden Füße, im kalten Meereswasser zu stehen. Und dann dachte sie derer unten in der Tiefe. Eines Nachts kamen ihre Schwestern Arm in Arm. Sie sangen so traurig, während sie über das Wasser dahin schwamm. Und sie winkte ihnen zu. Und sie erkannten sie und erzählten, wie traurig sie alle um sie seien. Sie besuchten sie von nun an jede Nacht. Und in einer Nacht sah sie weit draußen die alte Großmutter, die seit vielen Jahren nicht mehr über dem Wasser gewesen war, und den Meerkönig mit seiner Krone auf dem Haupte. Sie streckte die Arme nach ihr aus, aber wagte sich nicht so nah ans Land wie die Schwestern. Tag für Tag wurde sie dem Prinzen lieber. Er hatte sie lieb, wie man ein gutes und liebes Kind gern hat. Aber sie zu seiner Königin zu machen, kam ihm nicht in den Sinn. Und sie musste doch seine Frau werden, sonst erhielt sie keine unsterbliche Seele und musste an seinem Hochzeitsmorgen zu Schaum vergehen. »Hast du mich nicht am liebsten von allen?« schien der kleinen Seejungfer Augen zu fragen, wenn er sie in seine Arme nahm und sie auf die schöne Stirn küsste. »Ja, du bist mir die Liebste«, sagte der Prinz, »denn du hast das beste Herz von allen. Du bist mir am meisten ergeben und du gleichst einem jungen Mädchen, das ich einmal sehr gewiss nie wiederfinden werde.« Ich war auf einem Schiffe, das unterging. Die Wogen trieben mich bei einem heiligen Tempel an das Land, wo mehrere junge Mädchen die Tempeldienste verrichteten. Die Jüngste fand mich am Meeresufer und rettete mir das Leben. Ich sah sie nur zweimal. Sie ist die einzige in dieser Welt, die ich lieben könnte. Aber du gleichst ihr. Du verdrängst fast ihr Bild in meiner Seele. Sie gehört dem heiligen Tempel an und deshalb hat mein Glücksengel dich mir gesendet. Nie wollen wir uns trennen. Er weiß nicht, dass ich sein Leben gerettet habe, dachte die kleine Seejungfer. Ich trug ihn über das Meer zu dem Walde, wo der Tempel stand. Ich saß hinter dem Schaum und passte auf, ob Menschen kommen würde. Ich sah das schöne Mädchen, das er mehr liebt als mich. Und die Seejungfer seufzte tief, denn weinen konnte sie nicht. Das Mädchen gehört dem heiligen Tempel an, hat er gesagt. Sie kommt nie in die Welt hinaus, sie begegnen einander nicht mehr. Ich bin bei ihm, sehe ihn jeden Tag. Ich will ihn pflegen, ihn lieben, ihm mein Leben opfern. Aber nun sollte der Prinz sich verheiraten, mit des Nachbars Königs schöner Tochter, erzählte man. Deshalb rüstete er auch sein prächtiges Schiff aus. Der Prinz reiste, um des Nachbarkönigs Länder kennenzulernen, hieß es allerdings, aber es geschah im Grunde genommen, um des Nachbarkönigs Tochter kennenzulernen. Ein großes Gefolge sollte ihn begleiten. Aber die kleine Seejungfer schüttelte das Haupt und lächelte. Sie kannte die Gedanken des Prinzen weit besser als alle anderen. »Ich soll reisen«, hatte er ihr gesagt. »Ich soll die schöne Prinzessin sehen, meine Eltern verlangen das. Aber zwingen wollen sie mich nicht, sie als meine Braut heimzuführen. Ich kann sie ja nicht lieben, sie gleicht nicht dem schönen Mädchen im Tempel, der du gleich siehst. Sollte ich einmal eine Braut wählen, so würdest du es eher werden, du, mein stummes Findelkind mit den sprechenden Augen.« Und er küsste ihren roten Mund, spielte mit ihren langen Haaren und legte sein Haupt an ihr Herz, das von Menschenglück und einer unsterblichen Seele träumte. »Du hast doch keine Furcht vor dem Meere, mein stummes Kind«, sagte er, als sie auf dem prächtigen Schiff standen, das ihn des Nachbarkönigs Land führen sollte. Und er erzählte ihr vom Sturm und Windstille, von seltsamen Fischen in der Tiefe und was der Taucher dort gesehen hatte. Sie lächelte bei seiner Erzählung. Sie wusste ja besser als nur irgendein Mensch im Meere Bescheid.
In der mondklaren Nacht, als alle schliefen, außer dem Steuermann, der am Ruder saß, saß sie an der Brüstung des Schiffes und starrte durch das klare Wasser hinab, und sie vermeinte, ihres Vaters Schloss zu sehen. Obendrauf stand ihre alte Großmutter mit der Silberkrone auf dem Haupte und starrte durch die wilde Strömung zu des Schiffes Kiel hinauf. Da kamen ihre Schwestern über das Wasser empor, und sie schauten sie traurig an und rangen ihre weißen Hände. Sie winkte ihnen zu, lächelte und wollte erzählen, dass sie glücklich sei und es ihr gut gehe. Aber der Schiffsjunge näherte sich ihr, und die Schwestern tauchten hinab, so dass er glaubte, das Weiße, das er gesehen, sei Meeresschaum. Am nächsten Morgen fuhr das Schiff in den Hafen bei des Nachbarkönigs prächtiger Stadt ein. Alle Kirchenglocken erklangen, und von den hohen Türmen wurden die Posaunen geblasen, während die Soldaten mit wehenden Fahnen und blinkenden Bajonetten dastanden. Jeder Tag brachte ein neues Fest. Bälle und Gesellschaften folgten einander, aber die Prinzessin war nicht da. Sie war weit entfernt von hier in einem heiligen Tempel erzogen worden, sagte man. Dort lehre man sie alle königlichen Tugenden. Endlich traf sie ein. Die kleine Seejungfer stand begierig, ihre Schönheit zu sehen, und sie musste anerkennen, eine lieblichere Erscheinung hat sie nie gesehen. Die Haut war so fein und zart, und hinter den langen schwarzen Wimpern lächelte ein paar dunkelblauer, treuer Augen. »Du bist es«, sagte der Prinz, »du, die mich rettete, als ich wie tot an der Küste lag.« Und er schloss die errötende Braut in seine Arme. »Oh, ich bin allzu glücklich«, sagte er zu der kleinen Seejungfer. »Das Allerhöchste, auf was ich nie zu hoffen wagte, ist mir in Erfüllung gegangen. Du wirst dich mit mir über mein Glück freuen, denn du meinst es von allen am besten mit mir.« Und die kleine Seejungfer küsste seine Hand, und sie fühlte fast ihr Herz brechen. Sein Hochzeitsmorgen sollte ihr ja den Tod bringen und sie zu Meeresschaum verwandeln. Alle Kirchenglocken läuteten, Herolde ritten in den Straßen umher und verkündeten die Verlobung. Auf allen Altaren brannten duftende Öle in kostbaren Silberlampen. Die Priester schwangen die Räucherfässer, und Braut und Bräutigam reichten einander die Hand und nahmen den Segen des Bischofs entgegen. Die kleine Seejungfer stand in Gold und Seide gekleidet und hielt die Schleppe der Braut. Aber ihre Ohren hörten nichts von der festlichen Musik. Ihre Augen sahen nicht die heilige Zeremonie. Sie dachte an ihre Todesnacht und alles, was sie in dieser Welt verlor. Noch am selben Abend gingen Braut und Bräutigam an Bord des Schiffes. Die Kanonen donnerten, alle Flaggen wehten und inmitten des Schiffes war ein königliches Zelt aus Gold und Purpur mit herrlichen Kissen errichtet. Dort sollte das Brautpaar in der kühlen, stillen Nacht schlafen. Die Segel bauschten sich im Winde und das Schiff glitt leicht und ohne große Bewegung über die klare See. Als es dunkelte, wurden bunte Lampen entzündet und die Seeleute tanzten lustige Tänze auf dem Deck. Die kleine Seejungfer musste des ersten Abends gedenken, da sie aus dem Meere auftauchte und dieselbe Pracht und Freude mit angesehen hatte. Und sie wirbelte mit dem Tanze, schwebte, wie die Schwalbe schwebt, wenn sie verfolgt wird. Und alle jubelten ihr Bewunderung zu, denn noch nie hatte sie so wundersam getanzt. Es schnitt wie mit scharfen Messern in ihre zarten Füße, aber sie fühlte es nicht, denn weit mehr schmerzte ihr Herz. Sie wusste, an diesem Abend sah sie ihn zum letzten Male. Ihn, um dessen Willen sie die Heimat verlassen hatte, für den sie ihre herrliche Stimme hingegeben hatte und für den sie tagtäglich unendliche Qualen erlitten hatte, ohne dass er es auch nur ahnte. Es war die letzte Nacht, dass sie dieselbe Luft mit ihm atmete, das tiefe Meer und den blauen Sternenhimmel erblickte. Ewige Nacht, ohne Gedanken und Träume warteten ihrer, die eine Seele nicht hatte und sie nimmermehr gewinnen konnte. Und ringsum war Lust und Fröhlichkeit auf dem Schiffe bis weit über Mitternacht hinaus. Sie lächelte und tanzte mit Todesgedanken im Herzen. Der Prinz küsste seine schöne Braut, und sie spielte mit seinem schwarzen Haar, und Arm in Arm gingen sie zur Ruhe in das prächtige Zelt. Es wurde ruhig und still auf dem Schiffe, nur der Steuermann stand am Ruder. Die kleine Seejungfer legte ihre weißen Arme auf die Schiffsbrüstung und sah nach Osten der Morgenröte entgegen. Der erste Sonnenstrahl, wusste sie, würde sie töten. Da sah sie ihre Schwestern aus dem Meere aufsteigen. Sie waren bleich wie sie selbst. Ihre langen, schönen Haare wehten nicht mehr im Winde.
Sie waren abgeschnitten. Wir haben sie der Hexe gegeben, damit sie dir Hilfe bringen sollte und du nicht in dieser Nacht sterben musst. Sie hat uns ein Messer gegeben. Hier ist es. Siehst du, wie scharf es ist? Bevor die Sonne aufgeht, musst du es dem Prinzen ins Herz stoßen. Und wenn sein warmes Blut über deine Füße spritzt, wachsen sie zu einem Fischschwanz zusammen. Und du wirst wieder eine Seejungfer, kannst uns ins Wasser herniedersteigen und noch 300 Jahre leben, ehe du zu totem, kaltem Meeresschaum wirst. Beeile dich! Er oder du musst sterben, bevor die Sonne aufgeht. Unsere alte Großmutter trauert so sehr, dass ihr weißes Haar abgefallen ist, wie das unsere von der Schere der Hexe. Töte den Prinzen und komm zurück! Beeile dich! Siehst du den roten Streifen am Himmel? In wenigen Minuten steigt die Sonne empor. Und dann musst du sterben. Und sie stießen einen tiefen Seufzer aus und versanken in den Wogen. Die kleine Seejungfer zog den purpurnen Teppich vor dem Zelte fort und sie sah die schöne Braut, ihr Haupt an der Brust des Prinzen gebettet, ruhen. Da beugte sie sich nieder, küsste ihn auf seine schöne Stirn, sah zum Himmel auf, wo die Morgenröte mehr und mehr aufleuchtete, sah auf das scharfe Messer und heftete die Augen wieder auf den Prinzen, der im Traume den Namen seiner Braut flüsterte. Nur sie lebte in seinen Gedanken, und das Messer zitterte in der Hand der Seejungfer. Dann aber schleuderte sie es weit hinaus in die Wogen. Sie glänzten rot, und wo es hinfiel, sah es aus, als ob Blutstropfen aus dem Wasser aufquollen. Noch einmal sah sie mit halb gebrochenen Augen auf den Prinzen. Dann stürzte sie sich vom Schiffe ins Meer hinab und fühlte, wie ihre Glieder sich in Schaum auflösten. Nun stieg die Sonne aus dem Meere empor. Ihre Strahlen fielen so mild und warm auf den todeskalten Meeresschaum, und die kleine Seejungfer fühlte den Tod nicht. Sie sah die klare Sonne, und über ihr schwebten hunderte von herrlichen, durchsichtigen Geschöpfen. Durch sie hindurch konnte sie des Schiffes weiße Segel sehen und des Himmels rote Wolken. Ihre Stimmen waren wie Musik, aber so geisterhaft, dass kein menschliches Ohr sie vernehmen konnte, ebenso wie kein menschliches Auge sie wahrnehmen konnte. Ohne Flügel schwebte sie durch ihre eigene Leichtigkeit in der Luft dahin. Die kleine Seejungfer sah, dass sie einen Körper hatte, wie diese Wesen, der sich mehr und mehr aus dem Schaume erhob. »Zu wem komme ich?« fragte sie, und ihre Stimme klang wie die der anderen, so geisterhaft zart, dass keine irdische Musik es wiedergeben vermag. »Zu den Töchtern der Luft«, antworteten die anderen. »Seejungfrauen haben keine unsterbliche Seele und können nie eine erringen, es sei denn, dass sie die Liebe eines Menschen gewinnen. Von einer fremden Macht hängt ihr ewiges Dasein ab. Die Töchter der Luft haben auch keine unsterbliche Seele, aber sie können sich durch gute Taten selbst eine schaffen. Wir fliegen zu den warmen Ländern, wo die schwüle Pestluft die Menschen tötet, dort fächeln wir Kühlung. Wir verbreiten den Duft der Blumen durch die Lüfte und senden Erquickung und Heilung. Wenn wir 300 Jahre lang danach gestrebt haben, alles Gute zu tun, was wir vermögen, so erhalten wir eine unsterbliche Seele und nehmen teil an der ewigen Glückseligkeit der Menschen. Du arme kleine Seejungfer hast von ganzem Herzen dasselbe erstrebt wie wir. Du hast gelitten und geduldet, hast dich nun zur Welt der Luftgeister erhoben und kannst jetzt selbst durch gute Werke die eine unsterbliche Seele schaffen, nach 300 Jahren. Und die kleine Seejungfer hob ihre durchsichtigen Arme empor zu Gottes Sonne, und zum ersten Male fühlte sie Tränen in ihre Augen steigen. Auf dem Schiffe erwachte wieder Geräusch und Leben. Sie sah den Prinzen mit seiner schönen Braut nach ihr suchen. Wehmütig starrten sie in den wogenden Schaum, als ob sie wüssten, dass sie sich in die Wogen gestürzt hatte. Unsichtbar küsste sie die Stirn der Braut, lächelte dem Prinzen zu und stieg dann mit den anderen Kindern der Luft zu der rosenroten Wolke hinauf, die über ihnen dahinsegelte. In 300 Jahren schweben wir so in Gottes Reich. Auch noch frühzeitiger können wir dorthin gelangen, flüsterte eine der Lufttöchter ihr zu. Unsichtbar schweben wir in die Häuser der Menschen, wo Kinder sind, und um jeden Tag, an dem wir ein gutes Kind finden, das seinen Eltern Freude macht und ihre Liebe verdient, verkürzt Gott unsere Prüfungszeit. Das Kind weiß nicht, wann wir in die Stube fliegen, und wenn wir vor Freude über ein Kind lächeln, so wird uns ein Jahr von den 300 geschenkt. Aber wenn wir ein unartiges und böses Kind sehen, dann müssen wir Tränen des Kummers vergießen, und jede Träne legt unsere Prüfungszeit einen Tag hinzu.
Erstes Kapitel. Warum Hella sich die Ohren zuhalten musste. Es war an einem schwülen Sommertage zur Mittagszeit. Da fuhr ein alter Fischer mit seiner 12-jährigen Tochter Hella über den See, der sich vor dem Fischerdorfe zwischen Wäldern und Buchten weit ins Land hineinzog. Das Mädchen ruderte und der Alte warf seine Netze aus. So weit wie heute war der Vater noch nie mit dem Kinde hinausgefahren. Die Sonne brannte glühend heiß, die Luft war still und der See spiegelglatt. Die Hitze und die schwere Arbeit ermüdeten den alten Mann. Allmählich fielen ihm die Augen zu. Sein Kopf nickte bald rechts, bald links auf den Schultern hin. Zuletzt lehnte er sich an den Bord des Kahnes und schlief sanft und ruhig ein. Hella wollte den Vater nicht stören. Sie zog daher die Ruder ein und ließ das Fahrzeug auf dem glatten Wasser vortreiben. Nach und nach wurde ihr die Gegend ringsherum immer fremdartiger. Und endlich erblickte sie zur Seite in einiger Entfernung eine kleine Insel, die war dicht mit Schilf und Rohr und hohen Blumen bewachsen. Aber das alles sah so wunderbar aus, wie es nie zuvor gesehen hatte. Fremde, schöne Vögel wiegten sich still auf den schlanken Halmen. Prächtige Schmetterlinge, blau, rot und goldig, flatterten um die Blüten herum. Ein leichter Wind wehte einen köstlichen Duft von all den selten gestalteten Pflanzen herüber. Jetzt hörte sie auch, wie aus dem Schilfe feine, leise Töne herüberschallten, als ob Kinder dort auf kleinen Rohrpfeifen bliesen. Das klang so lieblich in der stillen Luft. »Wie muss es da drinnen unter den kühlen Schatten herrlich sein?« dachte Hella. »Und wer mögen nur die Leute sein, die da auf den Pfeifen blasen? Vielleicht sind es Fischerkinder wie ich. Es wäre doch lustig, die kennenzulernen.« Gern wäre das Mädchen hingefahren, doch sie wagte es nicht, den Vater zu wecken, und ohne seinen Willen wollte sie es nicht tun. Aber die Töne wurden immer voller und lockender. Hella konnte sich nicht satt daran hören. Nur das Schnarchen des Vaters störte sie, freilich war es ein Zeichen, dass er fest schlief. Der Wunsch, nur noch etwas näher an die Insel heranzurudern, wurde immer mächtiger an dem Kinde. »Ich tu's«, sprach sie endlich für sich. »Der Vater schläft ja so fest, er wird ja nicht davon aufwachen.« So sacht wie möglich schob sie die Ruder wieder ins Wasser hinaus, um zur Insel hinzufahren. Aber ehe sie sich's versah, glitt ihr das eine Ruder aus der Hand und fiel mit Gepolter in den Kahn. Der Alte wachte auf. Verschlafen rieb er sich die Augen, dann sah er sich um und horchte. »Um Himmels Willen, da ist ja die böse Insel!« rief er plötzlich ganz bleich vor Schrecken. »Halt dir die Ohren zu, Hella! Halt dir die Ohren zu, liebes Kind, ehe die Nixen ihre Lieder zu singen anfangen, sonst bist du verloren!« Dabei riss er ihr die Ruder aus der Hand. Das Mädchen erschrak. Sie wusste nicht, was des Vaters Worte bedeuteten, doch tat sie, wie ihr befohlen. Mit aller Kraft wendete der Fischer rasch den Kahn um und ruderte so kräftig, dass das leichte Fahrzeug wie ein Pfeil über das Wasser dahinschoss. Bald waren sie auch wieder weit von der Insel weg und die Töne verhallten in der Ferne. Erst als nichts mehr davon zu hören war, erlaubte der Fischer seiner Tochter, die Hände von den Ohren zu nehmen. »Was war denn das für ein prächtiger Blumengarten, den wir da eben gesehen haben, Vater? Und wer hat darin so herrlich geblasen?« fragte Hella. »Ach, wie klang das doch so schön, so wunderschön!« Der Alte hatte im Ruder nachgelassen, um sich von der schweren Anstrengung zu erholen. Nachdem er tief Atem geschöpft, sprach er, »Kind, Kind, denk nicht mehr an das, was du gesehen und gehört hast. Dank du Gott, dass wir der bösen Gefahr entkommen sind. Der Garten, den du geschaut hast, das war die böse Schilfinsel. Da sitzen am Tage die Nixenkinder darin und locken mit ihren Rohrflöten die Fischerkinder zu sich hin. Und dann singen sie ihnen nachher ihre Lieder vor. Und wenn die armen Menschenkinder die Lieder hören, wird ihnen schwer. Sie werden zu vergessen.« »Wenn die Lieder aber hübsch sind, Vater, was ist denn das Schlimmes dabei?« fragte Hella. »Wie dumm du nun wieder fragst«, sprach der Alte. »Sehr Schlimmes dabei, sehr Schlimmes. Wer die Nixenlieder nur einmal in seinem Leben gehört hat, der mag sie auch gerne singen. Und wer sie singt und ist dann gerade auf dem See,
Der muss ins Wasser hinunter, er mag wollen oder nicht. Ella wollte noch mehr darüber fragen, aber der Vater rief, »Denk nicht mehr dran, ich befehle es dir, denk nicht mehr dran. Und was ich dir ein für allemal sage, dass du dich nicht unterstehst, nach der Insel zu fahren. Wenn du es tust, so bist du verloren auf Lebenszeit. Und dass du auch keinem Menschen sagst, dass wir im nächsten Revier gewesen sind und die Insel gesehen haben, das bringt uns bei den Leuten in böses Gerede. Und jetzt kein Wort mehr darüber.« Ella schwieg. Sie kannte ihren Vater. Er war ein heftiger Mann und sprach nicht gern mehr, als notwendig wäre. Aber immer und immer wieder kamen ihr die bildhübschen Melodien in den Sinn, die sie noch eben gehört hatte. Unterdessen waren sie bei der Fischerhütte gelandet. Vater und Tochter stiegen ans Land, banden den Nachen an seinen Pfahl und trugen Fische, Netze und Ruder schweigend ins Haus. Zweites Kapitel. Hella bei den nächsten Kindern. Kurze Zeit darauf starb der alte Fischer. Auf seinem Totenbette hat er Hella noch einmal vor der bösen Insel gewarnt und sie hatte ihm versprechen müssen, niemals dahin zu fahren. Das verwaiste Mädchen wurde nun von anderen Fischerleuten an Kindesstatt angenommen und hielt sich in deren Hause brav und fleißig, freundlich und gut wie früher, so dass alle Leute im Dorfe sie lieb hatten. Nur beim Fischen war sie nicht mehr so eifrig wie sonst, und das kam daher, weil die Neugierde, die verbotene Insel doch noch einmal zu sehen, ihr keine Ruhe ließ. Übrigens sprach sie mit niemandem darüber. Wohl ein Jahr war vergangen, da war Hella wieder einmal ganz allein zum Angeln hinausgefahren. Schon geraume Zeit war sie umhergerudert und hatte fast gar keine Fische gefangen. Als sie nun sofort während ins Wasser niedersah, bemerkte sie, wie neben dem Kahne einige schön duftende Blumen daherschwammen. Sie fischte davon heraus, was sich mit der Hand ergreifen ließ, und betrachtete die Blüten mit großem Wohlgefallen. »Die sind gewiss von der Schilfinsel«, sprach sie für sich. »Ja, wer dahin könnte! Aber ich darf ja nicht«, sagte sie nach einer Weile und sah traurig in die Ferne. Dann angelte sie wieder weiter fort, aber kein Fisch biss an. Dann kam ein großer Schmetterling durch die Luft geflogen, blau, rot und goldig. Der setzte sich auf die Blumen, die dem Kinde im Schoß lagen. »Der ist gewiss von der Schilfinsel«, sprach sie wieder. »Ich möchte doch für mein Leben gern einmal dahin fahren.« »Aber es geht ja doch nicht«, rief sie nach einer Weile, und die Tränen traten ihr in die Augen. Sie nahm die Schürze vors Gesicht und weinte still vor sich hin. So saß sie längere Zeit und sah und hörte nichts. Da rauschte plötzlich etwas über ihrem Kopfe, und als sie aufsah, hatte sich vorn auf die Spitze des Nachens ein prächtiger Vogel hingesetzt. Der sah sie mit klugen, blanken Augen an und zwitscherte dabei mit so feiner Stimme, als wollte er ihr allerlei Geheimnisse erzählen. »Du kommst von der Schilfinsel, das sehe ich dir an«, sprach Hella. »Du liebes Tier, ach, wie schön ist alles, was von daher kommt. Nur ein einziges Mal möchte ich die nächsten Kinder sehen, von denen der Vater sagte, dass sie so böse wären. Ich kann es mir gar nicht denken. Wüsste ich nur den Weg dahin, aber ich könnte ihn allein nicht wiederfinden.« Da hob sich der prächtige Vogel mit seinen glänzenden Gefieder in die Luft und schwebte langsam um die nächste Waldecke. »Er wollte mir den Weg zur Insel zeigen«, sprach das Mädchen. »Ich muss doch sehen, wo er geblieben ist.« Sie ruderte ihm nach. Schon war sie nahe an der Waldecke, aber sie hörte, wie daheim in ihrem Dorfe die Kirchenglocken läuteten. Das klang so ernst und feierlich und erinnerte sie an ihren verstorbenen Vater und an ihr Versprechen, niemals zur Insel hinzufahren. Sie hielt mit dem Rudern an. Jetzt hob sich auch der Schmetterling von ihrem Schoß und flog ebenfalls um die Waldecke. Hella sah ihm traurig nach. »Der ist nun auch fort«, rief sie. »Da will ich denn die schönen Blumen auch nun fortwerfen, sie helfen mir ja doch nicht mehr.« Sie warf die Blumen in den See, und auch sie schwammen denselben Weg, den der Vogel und der Schmetterling genommen hatten. Statt aber nun gleich ihren guten Vorsatz auszuführen, statt umzukehren und nach Hause zu fahren, ließ sie sich von einer sträflichen Neugierde betören.
Sie wollte ja nur bis zur Waldecke fahren, um zu sehen, wo der Vogel, der Schmetterling und die Blumen geblieben wären. Dann kehre ich auch gleich um, sagte sie, und will nie wieder an die Insel denken. Mit großer Hast ruderte sie vorwärts, bis sie jenen waldigen Vorsprung erreicht hatte. Und siehe, da lag vor ihren Blicken das Zaubereiland in voller Pracht da. Sie erschrak. Sie wollte umkehren und konnte nicht. Es war, als ob sie keine Kraft mehr in den Armen hatte, die Ruder zu führen. Schon klangen wieder die Flötentöne aus dem Schilf herüber, aber die Kirchenglocken im Dorf verstummten. Sie hätte auch jetzt nicht mehr darauf geachtet. Der Vater, ihr Versprechen, alles war vergessen. Ihr Gewissen schwieg, sobald sie die glockenden Töne vernahm. Ich muss hin, rief sie. Mag daraus werden, was das will. Neue Kraft belebte sie wieder, mit allem Eifer ergriff sie die Ruder. Die Tiere und die schwimmenden Blumen waren auch wieder da und flogen und zogen dem Nachen voran, der, wie von unsichtbarer Macht getrieben, über das Wasser dahinflog, als ob er selbst ein Vogel wäre. Bald hatte sie das schattige Eiland erreicht und sprang aus dem Nachen auf die farbigen Kiesel des Ufers. Mit klopfendem Herzen schlüpfte sie nun durch die schlanken Schilfhalme, die wie hohe Palmen über ihrem Kopfe zusammenschlugen. Bald hatte sie eine lichtere Stelle erreicht. Da saßen sie, die Nixenkinder, unter den schattigen Blumenbüschen und bliesen auf ihren Rohrpfeifchen. Die Kinder waren schön, mit blonden Locken und leuchtenden dunklen Augen. Sie lachten das Fischermädchen freundlich an, als sie aus dem Schilf hervortrat, und bliesen ruhig weiter. Hella legte sich vor ihnen ins Gras und hörte zu, und es war ihr, als müsste sie für immer da bleiben. Als aber die Sonne herabsank und schon nah am Untergehen war, da hörten erst die Nixenkinder auf zu blasen und sprachen zu ihr: Hella, jetzt besteige wieder deinen Nachen und fahre nach Hause, damit deine Pflegeeltern nicht schelten, wenn du zu spät kommst. Und morgen komm hübsch wieder und dann wollen wir dich den Ringelreihen lehren und dir unsere Lieder vorsingen, das wird dich freuen. Hella tat, wie ihr geheißen ward, bestieg den Nachen und fuhr heim. Sie war ganz glücklich über das, was sie erlebt hatte. Erst als sie sich ihrem Dorfe näherte, fiel es ihr mit einem Male schwer aufs Herz, was die Pflegeeltern wohl sagen würden, dass sie so lange ausgeblieben sei und keine Fische mitgebracht habe. Mit traurigem Blick schaute sie auf die Netze zu ihren Füßen herunter. Und was sah sie? Da sprang und wimmelte es in den Netzen von den schönsten Fischen. Die hatten die Nixen ihr heimlich hineingetan. Beruhigt stieg sie ans Land. Als aber die Ihrigen die vielen Fische sahen, die sie mitbrachte, freuten sie sich und fragten nicht weiter nach, wo sie so lange geblieben wäre. Sie glaubten sicher, das Kind habe die Fische aller selber gefangen. Drittes Kapitel: Bestrafte Neugier. So fuhr nun Hella jeden Nachmittag zu der schönen Insel und brachte dort mehrere Stunden zu. Das Fischen verlernte sie bald ganz. Sie brauchte es ja nicht, ihre Netze wurden auch ohne das jedes Mal von den Nixchen mit Fischen angefüllt. Wie waren die Kinder freundlich und zutraulich zu ihr geworden. Sie lehrten sie allerlei hübsche Spiele, tanzten mit ihr den Ringelreihen und sangen ihre Lieder vor und klangen so schön, so wundervoll. Hella konnte sie gar nicht mehr aus dem Sinn bekommen. Fing aber der Tag an zur Neige zu gehen und die Sonne senkte sich zu den Bergen zu, da trieben die Nixchen jedes Mal mit einer Art Unruhe ihren Gast an, doch nur ja schnell heimzukehren, ehe die Dunkelheit anbrächte. Nun wurden die Abende aber immer schöner, denn es war die Zeit des Vollmondes. Gern wäre Hella bei ihren Besuchen noch etwas länger auf der Insel geblieben. Aber nach wie vor duldeten die Kleinen es nicht und taten gar geheimnisvoll, wenn sie fragte, warum sie denn nicht länger bleiben dürfte. Das machte das Mädchen neugierig und sie beschloss, der Sache auf die Spur zu kommen. Den anderen Tag, als sie wie gewöhnlich zur Insel gefahren war und die Zeit der Abfahrt herankam, nahm sie, wie sie es immer zu tun pflegte, von den Kindern Abschied und bestieg, nachdem sie durch die Schilfhecken geschlüpft war, ihren Nachen.
Aber anstatt gleich nach Hause zu rudern, lenkte sie den Kahn leise in eine Bucht der Insel, wo sie durch die Blumenbüsche hindurchsehen konnte, was die nächsten Kinder vornehmen würden. Mit angehaltenem Atem saß sie in ihrem Schifflein da und lauschte. Die Sonne ging unter. Der Vollmond trat klar hinter dem Walde hervor, und als kleine, glänzende Strahlen über den See fielen, da wurde das Wasser plötzlich ganz durchsichtig und, oh Wunder, was erblickte sie da? Wie lauter Silber und Edelgestein schimmerte und flimmerte es aus dem Grunde des Sees herauf. Und was da so schimmerte und flimmerte, das waren lauter Bäume und Pflanzen. Und die waren noch viel wunderbarer anzuschauen als alles, was sie bisher auf der Insel gesehen. Aber mitten unter den silbernen Bäumen stand ein großes, perlmuttenes Schloss, ausgelegt mit roten Korallen und farbigen Muscheln. Und bei dem Schloss stand ein Turm. Der war von den klarsten, durchsichtigen Bernstein erbaut, wie man ihn nur an den Ufern des Meeres zu finden pflegt. Und in jedem Stockwerk des Turms hing eine große Glocke von reinem Kristall. Das war ein Anblick. Hella sah und konnte sich nicht satt sehen daran. Jetzt schien der Mond gerade auf das Schloss. Da hoben alle Kristallglocken des Turmes an zu läuten. Das schien ein Zeichen für die Kinder auf der Insel zu sein. Noch einmal tanzten sie nach dem Takte der Glocken ihren Ringeltanz und sangen dazu: es ist Zeit, ins Wasser schnell, auf Erden wird's dunkel, im Wasser hell. Sobald aber der Gesang zu Ende war, sprangen sie alle zusammen in das stille Wasser hinunter. Hella sah ihn staunend nach und erstarrte fast vor Schrecken über das, was sie jetzt erblickte. Dieselben Kinder, mit denen sie noch eben gespielt, waren im Wasser in ganz andere Geschöpfe verwandelt. Zwar hatten sie noch immer die lieblichen Gesichter mit den blonden Haaren und den schwarzen Augen, aber ihre Leiber waren jetzt mit Schuppen bedeckt und statt der Beine hatten sie garstige Fischschwänze mit breiten Flossen bekommen. Dem armen Mädchen lief ein Grauen durch das Herz, als sie das erblickte. Sie wagte es nicht, in ihrem Kahne sich zu rühren. Sie fürchtete, die Nächsten da unten könnten sie bemerken und sie zu sich hinunterziehen. Erst als der Mond hinter den Wolken trat und der See im Abendwinde Wellen schlug, so dass der Blick in die Tiefe getrübt wurde, wagte es Hella, nach Hause zu rudern. Ganz blass vor Schrecken über das, was sie erlebt, kam sie bei den Ihrigen an. Als man sie fragte, was ihr fehle, sagte sie, sie wäre krank und ging zu Bett. Da fiel ihr nun alles ein, was sie seit jener Fahrt, wo sie zuerst die Schilfinsel gesehen, mit ihr begeben hatte. Unter heißen Tränen bereute sie nun ihre böse Neugier, ihren sträflichen Ungehorsam. Seit dieser Nacht fuhr sie nie mehr nach der bösen Insel hin. Viertes Kapitel: Der nächsten Rache. Wieder war ein Jahr verstrichen. Hella zeigte sich in Gegenwart anderer Leute fleißig und gut wie früher. Zwar füllten sich ihre Netze nicht mehr von selbst an, sie musste tüchtig arbeiten, um Fische zu fangen, aber sie tat es gern. Sie hoffte, ihr früheres Vergehen wieder durch Arbeitsamkeit gut zu machen. Nur wenn sie allein war und sich von niemand belauscht glaubte, konnte sie nicht widerstehen. Da gab sie sich nach wie vor den Gedanken an die wundervolle Zauberinsel hin, statt dass es doch ihre Pflicht gewesen wäre, mit aller Kraft auch die leiseste Erinnerung daran zu unterdrücken. So sang sie, wo sie nur irgendwie konnte, jene Melodien leise vor sich hin, die sie von den Nixenkindern gehört hatte. Nur auf dem See hütete sie sich wohl, es zu tun. Nun begab es sich, dass einmal im Dorfe an einem schönen Samstagabend die Fischerbuben und Fischermädchen auf dem freien Platz am Ufer saßen. Die Burschen schnitzelten an ihren Rudern und Angeln, die Dirnen strickten Netze und alle vertrieben sich dabei noch außerdem die Zeit gar anmutig, indem sie abwechselnd sich einander Geschichten erzählten und Lieder vorsangen. Hella pflegte bei solcher Gelegenheit gewöhnlich auf einem großen weißen Stein zu sitzen, der rings von Wasser umspült, nicht weit vom Ufer aus dem See hervorragte. Über die Kähne, die zwischen dem Ufer und dem Stein lagen, konnte man leicht dahin gelangen. Auch heute saß sie wieder da. Es hörte sich von da aus der Gesang der anderen so hübsch an.
Nun hatten die jungen Mädchen untereinander abgemacht, dass jede von ihnen der Reihe nach ein Lied singen müsse. Die Älteste zuerst und sofort bis zur Jüngsten unter ihnen. Und das war Hella. Da gab es viel Schönes zu hören und über dem Singen war es spät geworden. Die Sonne war bereits hinter dem Walde untergegangen. Schon hatten die übrigen ihre Lieder beendet und jetzt kam die Reihe an Hella. Alle waren neugierig, sie zu hören, denn sie wusste die meisten und schönsten Lieder und trug sie mit so lieblicher Stimme vor wie keine andere. »Hella, komm herunter von deinem Stein«, riefen einige. »Setz dich hier in unseren Kreis, damit wir dich besser hören.« »Nein, nein«, riefen andere, »lass sie da oben sitzen, es hört sich so schön an, wenn der Gesang aus dem Wasser herüberschallt.« Hella blieb sitzen. Sie sang ein altes Fischerlied, das sie noch von ihrem Vater gelernt hatte. Das Lied klang fromm und feierlich durch den stillen Abend. Die Burschen und Mädchen ringsum horchten mit innigem Wohlgefallen zu. Als das Lied beendet war, baten alle, »Noch ein Lied, Hella, noch ein Lied!« »Ich weiß kein Schöneres als das«, sagte sie. »Dir wird schon etwas einfallen«, riefen die anderen und baten so dringend, dass das Mädchen es nicht abschlagen konnte. »Lasst mir nur eine kleine Weile Zeit, mich zu besinnen«, sprach sie. Nachdenkend stützte sie sich auf den Arm und schaute sinnend hinunter in das Wasser. Indessen war der Mond aufgegangen und schien hell auf die Stelle des Wassers, in die Hella hineinschaute. Da glaubte sie, eine große Blume zu sehen, die von den Wellen an den Stein herangespült wurde. Sie griff danach, und indem sie die Blume immer und immer wieder betrachtete, versank sie in Nachdenken und vergaß alles, was um sie hervorging. »Singe doch, Hella«, riefen die Mädchen, »es wird spät und bald ist Zeit, zur Ruhe zu gehen.« Hella aber achtete noch immer nicht darauf. Sie sah nur in die Blume hinein, die sie in den Händen hielt. Plötzlich richtete sich Hella hoch auf. Mit klarer Stimme, dass es weit über den See durch die stille Nacht hinschallte, sang sie, es ist Zeit, ins Wasser schnell, auf Erden wird's dunkel, im Wasser hell.« Und als sie das gesungen hatte, glitt sie vom Stein und stürzte hinunter in den See. In demselben Augenblicke streckten sich weiße Kinderarme aus den Wellen herauf und zogen sie in den Abgrund zu sich nieder. Aus der Tiefe aber klang es herauf, als ob viele Stimmen dasselbe Lied hell nachsangen, bis es endlich im Rauschen der Wellen verhallte. »Was war das?« riefen die Mädchen. Und die Burschen eilten an den Strand, um der Herabgestürzten nachzuspringen und sie zu retten. Aber ein alter 80-jähriger Fischer, der auch hinzugetreten war, sprach, »Lasst gut sein, Kinder, ihr rettet sie nicht mehr. Hella ist von den Nixen herabgezogen worden. Ich war dabei, als ihr Vater auf dem Sterbebett sie warnte. Ich hab gehört, wie feierlich sie ihm versprach, sich nicht mit den falschen Kindern des Sees einzulassen. Sie folgte ihrem Vater nicht, und jetzt leidet sie die Strafe dafür.« Nach 3 Tagen spülten die Wellen den toten Körper des armen Fischermädchens an das Ufer. Prinz Goldfisch und das Fischermädchen. Es war einmal ein junger Königssohn, schön von Gestalt und von Herzen gut. Jedermann freute sich, wenn er ihn nur sah. Ja, es hatte sogar eine stolze Wasserfee, die in dem nahen Walde ihr Wesen trieb, ihn sehr lieb gewonnen und wünschte nichts sehnlicher, als dass er sie zur Frau nähme. Oft, wenn der junge Königssohn durch den Forst auf die Jagd ritt, trat sie ihm in den Weg und redete ihn freundlich an. Er aber konnte ein für allemal die Fee nicht leiden, daher drehte er denn auch dieser den Rücken, sobald er sie nur von fern erblickte. Weil die Fee nun im Guten die Zuneigung des Prinzen nicht gewinnen konnte, versuchte sie, ihn mit ihren Wunderkünsten zu zwingen. Als er einmal auf der Jagd sich verirrt hatte, lockte sie ihn in ihr Zaubertal, und wie er dort in einem einsamen See badete und beim Baden unter das Wasser tauchte, verwandelte sie ihn in einen Goldfisch und zog ihn hinab in ihr Reich. Sie schwor ihm nicht eher, die menschliche Gestalt wiederzugeben, als bis er ihr verspräche, dass er sich mit ihr vermählen wolle. Übrigens hatte sie ihm den Aufenthalt da unten so angenehm wie möglich gemacht.
Er fand unter dem Wasser alles, wie es nur zu Hause gehabt hatte. Schloss und Garten und Hofgesinde. Auch waren die Goldschuppen, mit denen er bekleidet war, so köstlicher Art wie kein anderes Metall auf Erden. Denn die Fee hatte darin ihre wertvollsten Zaubermittel verwendet. Doch was half das dem verwandelten Prinzen? Er war doch immer nur ein Fisch, und ehe er die Zauberin zur Frau genommen hätte, wäre er lieber gestorben. Nun kam es bisweilen vor, dass die Fee in ferne Länder wichtige Angelegenheiten zu besorgen hatte und dann auf einige Monate ihr Reich verlassen musste. In solcher Zeit war es, als einmal an einem hellen Maientage Prinz Goldfisch an die Oberfläche des Sees heraufkam, um sich in der schönen Frühlingssonne seinen Kummer ein wenig zu verschwimmen. Wie er so still und traurig durchs Wasser zog, sah er im Schilf am Ufer einen grauen Kranich stehen, der ihn mit scharfen Blicken beobachtete. »Sollte der mich fressen wollen?«, dachte der Fisch und wollte zuerst schnell untertauchen, um ihm zu entfliehen. Dann sprach er, »Nein, der kommt mir gerade recht, denn ich bin meines Lebens überdrüssig.« So schwamm er denn schnell zu dem Kranich hin und sprach zu ihm, »Du, friss mich!« Der aber machte ein ganz freundliches Gesicht und sprach, »Prinz Goldfisch, nur Mut, nur Mut. Ich bin dein Freund und nicht dein Feind. Noch gibt es ein Mittel, das dich von deiner Fischgestalt erlösen kann, aber es ist schmerzhaft.« »Nenn es mir«, rief der Fisch mit Hast, denn beim näheren Anblick des Kranichs fasste er Vertrauen zu ihm. Der Vogel erwiderte, »Merk auf, es wird eine kommen, die wird dir gefallen. Du wirst ihr gut sein. Sie wird dich steinigen. Als Fisch wirst du sterben, als Prinz wirst du leben. Doch die Goldhaut, die nimm mit dir. Gar mächtige Zauberkraft steckt in ihr. Wenn die Fee sie bekommt, du wirst es beklagen. Ade nun, ade, mehr darf ich nicht sagen.« Nach diesen Worten erhob sich der Kranich und verschwand in den Lüften. Prinz Goldfisch merkte nun wohl, dass ein guter Geist in dem Vogel steckte. Neue Lebenslust erfüllte ihn. Die dunklen Worte des Kranichs gaben ihm vielen Stoff zum Nachdenken, und mit Sehnsucht sah er dem Tage entgegen, der ihm Befreiung bringen sollte. In demselben Lande, wo dieses geschah, stand am Ufer, da wo ein Bach aus dem Walde sich in den See ergoss, eine einsame Hütte. In der Hütte wohnte ein armer alter Fischer mit seiner Tochter, und die hieß Elsbeth. Sonst pflegte der Mann jede liebe Nacht, wenn Fischenszeit war, auf den Fang in den See zu fahren. Aber auch am Tag ging er wohl bisweilen mit der Angel in den Wald und holte sich da aus dem Bache die schönsten Forellen und Schmerlen. Mit den gefangenen Fischen pflegte er dann von Zeit zu Zeit auf den Markt nach der Hauptstadt zu gehen, wo er einiges Geld dafür löste. Das war zwar sehr wenig, doch lebte er davon mit seinem lieben Kinde zufrieden und von Herzen froh. Jetzt war aber der arme Mann seit einiger Zeit erblindet und vermochte nicht zu verdienen. Da entschloss sich Elsbeth, die nun schon 16 Jahre alt war, des Vaters Geschäft zu betreiben, so viel es einem Mädchen von ihrem Alter möglich ist. Sie war kräftig und flink, von schlanker Gestalt und lieblichem Antlitz. Eines Tages ging sie auch wieder mit Angel und Netz in den Wald, um im Bache zu fischen. Vor 2 Stunden brachte sie dort an den gewohnten Stellen zu. Kein Fisch wollte sich zeigen. »Geht's nicht hier, so geht's woanders«, dachte sie und zog tiefer in den Wald hinein. Aber auch da wollte nichts kommen. So zog sie weiter und weiter, bis sie zu einer Stelle kam, wo das Wasser zwischen runden, seltsamen Wänden einen tiefen, dunklen Weiher bildete. Ringsum standen schöne Blumen und farbige Büsche. Und das alles gab einen anmutigen Widerschein in dem dunklen Spiegel des Wassers. Es war Mittag, alles still in weiter Runde, kein Lüftchen ging, kein Blättchen bewegte sich und alle Vögel in den Bäumen schienen zu schlafen. Nur einige blaue Libellen flatterten über dem Wasser hin und her und sogen hier und dort an den gelben Wasserlilien und den weißen Seetulpen. Nicht weit vom Ufer ragte ein weißer, plattgewaschener Stein aus der Flut heraus, gerade als wäre er zu einem bequemen Sitz eingerichtet. Mit leichten Sprüngen hüpfte Elsbeth über die Kiesel zu dem Stein hin, setzte sich darauf, warf ihre Angel aus und sang mit klarer Stimme ihr Lockliedchen. »Fischlein, komm schnell! Sonne scheint hell, Mückchen im Sonnenschein wartet hier oben dein. Mückchen ist zart und frisch, hol's dir, du schöner Fisch!«
kaum war die Schnur im Wasser, so biss auch schon etwas an, und wie es heranzog, war es ein Goldfisch. Als Elsbeth ihn von der Angel losmachen wollte, sah sie, dass er sich nicht am Haken, sondern in die Schnur eingebissen hatte. Auch ließ er sich ohne Sträuben von ihr in die Hand nehmen. Er schaute sie mit seinen klaren, klugen Augen lange an. »Was siehst du mich denn so an, du hübscher Fisch?« sprach Elsbeth und freute sich über den Glanz seiner Schuppen. »Ich bin dir gut«, antwortete ihr der Goldfisch, »und will dich glücklich machen.« Elsbeth erschrak und warf ihn ins Wasser zurück. Das Tier aber rief wieder von unten, »Und wenn du mir nicht glaubst, so hebe das große Blatt der Seetulpe auf, das rechts von deinem Stein sich über das Wasser legt. Dort schau hinunter.« Bei diesen Worten schoss der Fisch in die Tiefe. Elsbeth wunderte sich allerdings ein wenig über dies seltsame Abenteuer. Bald aber gefiel ihr die Sache und sie tat, wie jener es ihr geheißen. Als sie das gewaltige Blatt aufhob, sah sie wie durch einen Kristall tief auf den Grund des Wassers. Ein klares Licht ergoss sich durch das Wasser. Da schaute sie Wunder über Wunder. In einem blühenden Garten lag ein Königsschloss und vor dem Schlosse standen zwei Thronsessel mit weißem Samt. Auf dem einen ruhte der Goldfisch, der andere stand leer. Auch sah sie Ritter und Fräulein durch die Hecken da unten ziehen und vor dem Goldfisch sich neigen. Vor dem Stein, auf dem Elsbeth saß, führte eine kristallene Treppe hinunter zum Schloss und auf jedem Absatz der Treppe standen Pagen, die sahen zu ihr hinauf, als warteten sie ihres Winks. Das sah alles so schön aus, dass Elsbeth sich gar nicht satt daran sehen konnte. Nach einiger Zeit bemerkte sie, wie der Goldfisch sich von seinem Thronsessel erhob und an die Oberfläche des Wassers heraufgeschwommen kam. Wieder sah er sie so freundlich an und rief, »Elsbeth, verlass deinen Vater und deine arme schlechte Hütte und komm zu mir herunter. Dort sollst du auf dem Thronsessel, den du gesehen hast, neben mir sitzen und deine Prinzessin sein, und ich will dir Freuden schaffen, so viel das Jahr Tage zählt.« »Ei, du nichtsnutziges Tier«, rief Elsbeth im höchsten Zorn. »Meinen Vater soll ich verlassen? Da, nimm die Antwort auf deinen dummen Reden!« Und dabei ergriff sie den nächsten Kieselstein und warf ihn dem Fisch an den Kopf. Der Fisch und der Stein plumpsten ins Wasser, aber in demselben Augenblick erhob sich ein Wirbelwind und die Wellen des Sees spritzten mit weißem Schaum hoch in die Luft. Tief aus dem See erscholl ein durchdringender Ton, erst wehmütig und klagend, als sollte einem das Herz mitten in zwei schneiden, dann aber klang es wie eine lustige Flöte, ein Schallmein, bis endlich auch diese Töne schwiegen. Die Wellen besänftigten sich und das Wasser war so still und dunkelgrün wie zuvor. Nun sah Elsbeth auch den Goldfisch wieder aus dem Wasser tauchen. Er schwamm aber nicht wie vorhin, sondern lag auf der Seite. Und als sie näher hinschaute, war es nur die Haut des Tieres, weder Fleisch noch Gräten darin. Schnell griff sie mit der Hand danach und hatte eben die Fischhaut über das Wasser hervorgezogen, als das große Blatt der Seetulpe neben ihr sich erhob und ein weißer Menschenarm darunter herauffuhr, der ebenfalls nach der Schuppenhaut greifen wollte. Aber schon hatte sich das Mädchen in ihrer Schürze verborgen und die weiße Hand zog sich wieder unter das Wasser zurück. Elsbeth sprang nun schnell von ihrem Steine weg ans Ufer und machte, dass sie so rasch wie möglich aus dem Walde kam. Es war jedoch an dem See recht unheimlich zumute geworden. Erst als sie den Wald hinter sich hatte, nahm sie die Schuppenhaut aus ihrer Schürze hervor. Ei, wie war die schön! Wie funkelte sie im Lichte! Der Glanz schien wie lauter Abendgold und Abendröte. Es war wundervoll zu sehen. Doch ward Elsbeth auch wieder recht von Herzen traurig, wenn sie daran dachte, dass sie aus bloßer Übereilung den armen Fisch totgeworfen hatte. Er hat es vielleicht mit seinen dummen Reden gar nicht so böse gemeint. Das Mitleid trieb ihr sogar die Tränen in die Augen. Als sie nach Hause kam, wollte sie erst dem Vater alles erzählen, was ihr begegnet war. Jedes Mal aber, wenn sie davon anfangen wollte, war es ihr wieder, als wenn ihr eine Stimme zurief: »Elsbeth, tu es nicht!« So verschloss sie dann die Schuppenhaut heimlich in ihrer Kiste. Sie hoffte, die Haut ihrer seltenen Schönheit wegen in der Hauptstadt für ein paar Groschen zu verkaufen und dem Vater eine unverhoffte Freude zu machen. Wenige Tage, nachdem sich dies zugetragen hatte, war in den Städten und Dörfern des Landes großer Jubel. Herolde und Boten ritten auf allen Straßen umher und verkündeten dem Volke, der junge Königssohn, der vor längerer Zeit auf der Jagd, man wusste nicht wohin, verschwunden war,
sei in der Hauptstadt wieder angekommen. Zugleich ward bekannt gemacht, dass er sich nun auch vermählen wolle, und zwar in der Art, wie das Gesetz des Landes es vorschrieb. Nach einem alten Brauche musste dann nämlich die schönsten und reichsten Mädchen des Königreichs zur Hauptstadt kommen. Ein Schiedsgericht musste bestimmen, welche die allerschönste und zugleich die allerreichste sei, und mit dieser feierte dann der Prinz danach 3 Tage seine Hochzeit. Da gab es nun überall, wo die Boten hinkamen, einen großen Lärm. Jedes Mädchen, das nur irgendein niedliches Näschen oder ein paar pfiffige Augen im Kopf hatte und dabei hoffärtig und eitel war, hielt sich für das Allerschönste. Aber selbst die Hässlichsten dachten bei sich, kein Mensch sei vollkommen, und außer einigen kleinen Mängeln seien sie doch viel schöner als alle anderen, die zwar regelmäßige, aber sehr langweilige Gesichter hätten. Und dachten das nicht die Töchter, so dachten es doch manche ihre Mütter. Was aber den Reichtum betraf, so verkauften die Herren Väter, so schnell es nur ging, ihre Häuser und Gärten und Wald und Feld, um nur reiche Kleider und Wagen und Dienerschaft für ihre Töchter anzuschaffen. Denn natürlich musste jede in dem Schmuck, den sie bei diesem Feste trug, ihren Reichtum bekunden. Der letzte Tag des Monats war als der Termin bestimmt worden, wo in der Hauptstadt die große Festlichkeit stattfinden sollte. Von allen diesen Neuigkeiten war nun in der stillen Fischerhütte am Meer nicht das Geringste bekannt geworden. Wie sollte auch zu der einsamen Gegend die Kunde davon dringen? Zudem hatte Elsbeth in den letzten 14 Tagen nur so viele Fische gefangen, wie sie und der Vater zu ihrem Unterhalt bedurften, und daher nichts nach der Stadt gebracht. Es war aber sehr traurig, denn ihr bisschen Geld war fast zur Neige. Da fiel dem Mädchen die kostbare Goldfischhaut ein, die sie in ihrer Kiste hatte, und das machte ihr wieder neue Hoffnung. Es war gerade der Abend vor dem letzten des Monats, als sie ihren Vater bat, er solle sie auf ein paar Tage nach der Stadt gehen lassen, um einige Einkäufe zu machen. Denn dass es mit dem Gelde so schlecht stand, wollte sie dem armen Mann noch nicht sagen, um ihm nicht jetzt schon Kummer zu machen. Gern gab der Vater ihrer Bitte nach. Wie freute sich Elsbeth, wenn sie daran dachte, wie viel Freude sie ihm mit dem Gelde machen konnte, das sie für die Schuppenhaut bekommen würde. Früh am Morgen nahm sie ihr Körbchen, legte heimlich die Wunderhaut hinein, deckte ihr Tüchelchen darüber und begab sich auf den Weg zur Stadt. Lange war sie nun einsame Wege durch Sand und Heide gegangen. Als sie aber auf die große Landstraße kam, war es mit der Stille und Einsamkeit vorüber. Glänzende Staatswagen mit Vorreitern und Bedienten hinten und vorn rasselten an ihr vorüber, und in den Wagen saßen geputzte Jungfrauen mit Samt und Seide und Federn und Schmuck bedeckt. Die reckten die Hälse in die Luft wie die Pfauen, wenn sie einen Rat schlagen. Wo sie hinfuhren und was sie für Gedanken im Sinn hatte, lässt sich leicht erraten. Der prächtigste Wagen aber kam ganz zuletzt. 8 Schimmel, so weiß wie Wellenschaum, zogen in vollem Galopp. Sie hatten mehr grünes Geschirr und Schilfbüschel auf den Köpfen. Die Dame, die in der Kutsche saß, war ebenfalls weiß und meergrün gekleidet und sah zwar nicht schön, aber sehr stolz und wunderlich aus. Die Kutsche war von durchsichtigem Kristall und mit Seetulpen und Schilfblättern bekränzt. Elsbeth war ganz in Staunen versunken, als sie den blitzenden Wagen schon von Weitem daherrollen sah. Sie merkte darüber gar nicht, dass ihr das Körbchen vom Arme rutschte und sein Inhalt auf den Weg fiel. In dem war auch der Wagen schon da und zugleich fiel ein Sonnenstrahl auf die Schuppenhaut, dass sie hell aufblitzte. Wie durch einen Zauberschlag standen die Rosse still. Da rief die stolze Jungfrau aus dem Wagen mit laut klingender Stimme: »Mein Eigentum am Boden dort! Mein Zauberkleinod, die Schuppenhaut! Auf, Silberschwan, und bring sie mir!« Ein silberner Schwan, der auf der Decke der Kutsche dagesessen hatte, als wäre er nur von totem Metall, hob seine Flügel, schoss vom Wagen herunter, ergriff die Fischhaut mit seinem Schnabel und ließ sie seiner Gebieterin durch die Öffnung des Wagens auf den Schoß sinken. Dann schwang er sich wieder auf die Kutscherdecke, wurde starr und steif wie vorhin, und im Nu rollte der Wagen davon. Elsbeth wusste nicht, wie ihr geschah. Staunen, Schreck und Trauer über den verlorenen Schatz, auf dessen Verkauf sie all ihre Hoffnung gesetzt hatte, alles das bewegte sie so, dass sie gar nicht wusste, was sie nun tun sollte. Sie setzte sich auf das Geländer der Brücke, legte den Kopf in die Hand, sann und sann und schlief endlich vor Müdigkeit ein. Als sie erwachte, war es schon spät am Abend und die Sonne am Untergehen.
Sie rieb sich die Augen. Da sah sie, wie neben ihr auf demselben Geländer ein klein winzig Männlein saß, grau und runzlig, aber freundlich und manierlich. Das Männlein ließ sich bald mit ihr in ein Gespräch ein, erzählte ihr allerlei von dem Fest in der Hauptstadt und fragte sie zuletzt, ob sie denn nicht auch sich dem Prinzen wolle vorstellen lassen. Das kam dem armen Fischerkind doch gar komisch vor. Sie lachte laut und sprach im Scherz, »Warum denn nicht? Hab ich doch ein Gesicht braun wie die Seeflunder und bin ich doch so reich wie die Kirchenmaus, da kannst du mich immer schon hinführen.« Das Männchen lächelte und strich sich mit schlauem Blick seinen langen weißen Bart. Dann erzählte es, es wäre ein studierter Doktor und könnte Blinde sehend machen. Elsbeth dachte an ihren armen Vater und fragte hocherfreut, was es kosten solle, wenn das Männlein ihm sein Augenlicht wiedergäbe. Sprach jener und schüttelte den Kopf. »Du sagst, du bist arm wie eine Kirchenmaus. Aber die Kirchenmaus hat kein so schwarzes Haar und keine so weißen Zähne wie du. Es kann ich beides gebrauchen. Gibst du mir deine 3 vorderen Zähne und lässt dir von mir die Haare vom Kopf scheren, so mache ich deinen Vater gesund.« Das Mädchen ging voller Freude auf den Handel ein. »Nun aber noch eins«, sprach das Männlein. »Wir müssen jetzt nach der Stadt, ich, um meine Salben und Kräuter zu holen, du, um dir das Haar abschneiden und die Zähne ausbrechen zu lassen, denn nur dort kann das geschehen.« Elsbeth war auch dazu bereit, hatte sie ja doch Hoffnung, dass ihr blinder Vater sehen würde. Nun führte der Doktor sie auf einem Fußweg in den Wald, denn dort, sagte er, liege im Fluss ein Schifflein, das könnte sie schon in einer Stunde zur Stadt bringen, während sie auf der Landstraße viel längere Zeit zu gehen hätten. Erst war der Fußsteig bequem, dann aber zog er sich im unwegsamen Dickicht unter alten Bäumen hin, durch deren dunkle Wipfel fast kein Abendschimmer dringen konnte. Weiße Spinnweben zogen sich darin überall von Busch zu Busch und legten sich dem Mädchen, in dem sie durchschlüpfen wollte, um Hand und Gesicht, um ihr rotes Mieder und um ihr blaues Röckchen. Elsbeth wollte sich das gastige Gespinst abstreifen, aber das Männlein sprach, lass sein, keine Seide so fein, kein Schleier so schön, wirst sehen.« Da ließ sich das Mädchen denn ruhig von den Geweben umspinnen. Darauf fiel ein kühler Abendtau in großen Tropfen von den Blättern der Bäume. Die hängten sich an ihren Nacken und an den Hals und in die Kleider. Elsbeth wollte sie sich abschütteln, aber das Männlein rief, lass sein, kein Perlenschein, kein Edelstein, er glänzt so fein.« Und das Mädchen ließ die Tropfen ruhig hängen. Darauf kamen sie in ein kleines Wässerlein. Da spürte dem Mädchen über die nackten Füße. Sie wollte das Wasser abschütteln, aber das Männlein rief, lass in Ruhe die silbernen Schuh.« Und wirklich glänzte das Wasser an ihren Füßchen, als hätte sie Schuhe und Strümpfe aus Silbertaft an. Endlich gelangte sie zum Fluss, auf dem eine Gondel lag. Am Ufer war das Wasser glatt und still und zwischen kleinen Wasserblümchen flimmerte darin hell die Sterne. Es sah aus, als wären sie nicht der Widerschein des Himmels, sondern wiegten und schaukelten sich wirklich in der Flut. Von dem weiten Wege und dem lauen Sommerabende glühten der Elsbeth die Backen. Sie klagte es der Männlein, das riecht ihr den Kopf 3-mal ins Wasser zu tauchen, das würde ihr Labung bringen. Und wie sie es tat und den Kopf zum 3. Mal heraufzog, war es ihr, als wären die kleinen Wasserblümchen ihrem Haare hängen geblieben und als leuchtete ihr ein heller Schein um den Kopf. Wieder fuhr sie mit der Hand dahin, aber das Männlein rief, halt ein, schau nur hinein ins Wasser drein, jetzt bist du fein.« Und als Elsbeth in den Wasserspiegel hinunterschaute, sah sie sich selber, aber geziert mit einem Schmuck, wie kein Gold ihn erkaufen kann. Die feinsten weißen Schleier, bestreut mit strahlenden Perlen und Edelsteinen, umwanden ihren schlanken Leib. Ein Kranz von funkelnden Sternen, die zwischen zarten Wasserranunkelchen ihre Strahlen hervorbrechen ließen, und gab ihr schönes dunkles Haar und, um den Schmuck zu verenden, kamen noch ein paar Leuchtkäferchen angeflogen, setzten sich an ihre beiden Ohrläppchen und blieben daran hängen, als wären es kostbare Ohrbuckeln. Mit stillem Lächeln betrachtete Elsbeth ihr Spiegelbild. »Ei, wie hübsch!« rief sie in kindlicher Freude. »Hätte ich doch nie gedacht, dass ich so aussehen könnte!« Doch das Männlein trieb zur Eile. Nicht leicht ward es dem Mädchen, sich von dem Bilde im Wasser zu trennen,
Dennoch folgte sie seinem Ruf und bestieg mit ihm die Gondel. Sie trieb den Fluss entlang und als sie beide nun so still dahinfuhren, Elsbeth immer und immer wieder in den Flut neben sich ihr Spiegelbild flimmern sah und als sie dabei der Gedanke kam, dass all der Schmuck, der sie zierte, doch nur für den Augenblick sei, dass sie obendrein ihr schwarzes Haar und ihre blanken Zähne hergeben sollte, da fing es dann doch an, ihr schwer aufs Herz zu drücken. Denn auch Schönheit ist ein Gut, das wohl keiner, der es hat, gerne verlieren mag. Das Männlein sah, wie die Mädchen ganz leise ein Tränlein über die Wange rollte. »Elsbeth«, sprach er, »noch ist es Zeit. Wenn du willst, kehren wir um und ich bringe dich wieder zu deiner Hütte. Dann behältst du dein Haar und deine Zähne und all den Schmuck, den du jetzt an dir hast. Aber dein Vater bleibt dann freilich blind.« »Nein«, rief Elsbeth. »Nimm mir alles, nimm mir mein Leben, nur mache meinen Vater wieder gesund.« Schon hob sie wieder die Hand, um den seltenen Putz von sich abzustreifen, aber der Kleine ließ es nicht zu und nur mit Mühe gelang es ihm, sie zu beruhigen. Indes waren sie auf dem Fluss bis in die Hauptstadt, in die königlichen Gärten hineingekommen, wo eben mit großer Festlichkeit die Hochzeitswahl einer Prinzessin gefeiert wurde. Hoch über ihren Köpfen sah Elsbeth den Widerschein der Fackeln und Feuerbecken. Sie hörte Klänge einer rauschenden Musik und das Gesumme einer großen Volksmenge. Aber die hohen Mauern, zwischen denen der Fluss hinführte, ließen sie nichts vom Feste selbst wahrnehmen. Endlich landete sie an einem Hügel. Sie traten aus der Gondel und bestiegen den Gipfel des Hügels, der von einer dichten Lorbeerhecke umgeben war. Dort oben bog das Männlein einen Lorbeerzweig zurück und sprach zu dem Mädchen, »Hier, schau hinunter!« Da sah Elsbeth dicht vor ihren Füßen ein Schauspiel der Pracht und Herrlichkeit, wie sie es nie zuvor geträumt hatte. Nun hört, was Elsbeth da alles erblickte. Im Hintergrunde ragte mit seinen Türmen und Zinnen und mit seinen hell erleuchtenden Fenstern das königliche Schloss hoch in die Mondnacht hinein. Vor dem Schlosse war eine lange, breite Terrasse. Darauf standen unter einem Thronhimmel zwei Lehnstühle von weißem Samt, gerade wie sie Elsbeth im See des Zauberwaldes gesehen hatte. Einer dieser Stühle war leer, aber auf dem anderen saß der schöne junge Königssohn und hinter ihm der König, sein Vater und der ganze königliche Hofstaat. Diesen gegenüber stand eine Reihe von wohl 100 rotseidenen Sesseln. Darauf saßen die Jungfrauen, die zur Wahl sich herbegeben hatten, mit allem Reichtum der Erde behangen, umwickelt und umflimmert. Dann war auf der einen Seite ein himmelblaues Gerüst, auf dem die ersten Maler und Bankiers des Landes versammelt waren, damit sie als Richter der Schönheit und des Reichtums ihr Amt verwalteten. Ihnen aber gegenüber auf einem orangefarbenen Gerüst bliesen die Posaunenbläser, paukten die Trommler und strichen die Geiger ihre Instrumente, dass es eine Lust anzusehen und anzuhören war. Rechts und links von dieser Terrasse spritzten herrliche Springbrunnen roten und weißen Wein hoch in die Luft und um die Brunnen standen gedeckte Tafeln, die waren mit den köstlichsten Speisen bedeckt. In großem Halbkreis auf der Wiese, die das Schloss umgab, lagerte das Volk unter Gehängen von farbigen Laternen, die an den Lorbeerbäumen befestigt waren. Den ganzen Nachmittag hatten nun schon die Richter beraten, welche von der angekommenen Jungfrauen wert sei, die Frau des jungen Prinzen zu werden. Und da hatte es wie gewöhnlich viel Streit gegeben. Die Maler verstanden nicht, den Reichtum zu beurteilen, die Bankiers hatten mitunter ganz verkehrte Ansichten von der Schönheit. Jetzt aber war die Stunde gekommen, wo sie die letzte Entscheidung aussprechen sollten. Noch einmal setzten sie daher ihre Brillen auf die Nasen und legten ihre Gläser an die Augen, um noch die letzte Prüfung auch bei Lampenbeleuchtung anzustellen, denn der Schicklichkeit wegen durften sie die Jungfrau nicht zu nah betrachten. Da blies plötzlich der Türmer von der Zinne der Burg zum Zeichen, dass soeben noch eine Jungfrau als Mitbewerberin ankomme. Bald rollte auch eine Kutsche daher, ganz von Kristall und mit 8 weißen Schimmeln bespannt. Und siehe da, die stolze Dame, die aus der Kutsche stieg, war dieselbe, die der Elsbeth auf der Landstraße ihre Goldhaut geraubt hatte. Mit kecken Schritten und einer Miene, der man ansah, sie wäre ihres Sieges gewiss, ging sie auf den Platz, der in der Reihe der Jungfrauen noch, wie es schien, für sie offen gelassen war. Sie hatte denselben Anzug an wie heute Mittag, mehr grün und weiß, und doch erschien sie jetzt noch viel schöner, denn ein Kranz von goldenen Schuppen, die wie Abendgold und Abendröte glänzten, warf über ihr Antlitz einen wunderbaren Zauber,
sodass der Putz aller übrigen dagegen matt und wässrig erschien. Alle Blicke richteten sich auf die stolze Erscheinung, und kaum hatten die Richter sie wahrgenommen, als sie die Köpfe zusammensteckten und ihre Mienen plötzlich die größte Übereinstimmung verrieten. Nun stieg eine rote Rakete in die Luft, zum Zeichen, dass die künftige Königin begrüßt werden sollte, die man dazu für würdig befunden habe. Eine Abordnung der Richter erhob sich, Trabanten und Herolde schlossen sich an, und ihnen folgte ein Page, der eine kleine goldene Krone auf einem Kissen vor sich hertrug. Der Zug bewegte sich geradewegs zu der hin, die zuletzt angekommen war. Triumphierend erhob sich die übermütige Jungfrau von ihrem Sitz. Ihre Blicke schienen alles um sich her wie der Hagel der Wiesenblumen niederzuschmettern. Und schon begann der Präsident des Gerichtes, der Schönheit und des Reichtums, eine zierliche Anrede in Versen, worin er die hohen Eigenschaften der Erwählten pries. Der Page kniete nieder und hielt die Krone empor. Gierig streckte die Jungfrau die Hände danach aus. Da erbrauste auf einmal ein ungeheurer Wirbelwind mit solcher Gewalt, dass die Krone vom Kissen geweht wurde und alle Lampen und Fackeln ringsumher erloschen. Nur die erleuchteten Fenster des Schlosses ergossen noch einen matten Schimmer über den Platz. Sogleich aber legte sich der Sturm wieder und alles war still wie zuvor. Auch der Lorbeerbusch, der Elsbeth bisher verdeckt hatte, war vom Sturm niedergerissen worden. Allen sichtbar stand nun das Fischermädchen da in ihrem leuchtenden Sternenkranz, umweht von den Schleiern, in denen die Tauperlen als Edelsteine funkelten. Und im Glanz dieser reinen Lichter schien ihr unschuldiges Angesicht wunderbar verklärt. Das Krachen des umstürzenden Baumes hatte die Blicke der Menge zu dem Hügel hingelenkt. Ein lautes »Ah« der Verwunderung unterbrach die Stille. Darauf rief alles, Volk und Richter, wie mit einem Munde: »Seht, seht, da steht die schönste und reichste Jungfrau der Welt. Da steht unsere zukünftige Königin. Sie lebe hoch!« Und schmetterten die Trompeten, Kanonen wurden gelöst, Raketen und Mützen flogen durch die Luft und der Jubel des Volkes wollte kein Ende nehmen. Als aber der junge Königssohn in hohen Freuden sich von seinem Thron erhob, um die ihm erwählte Braut zu begrüßen, und als er vorbeischritt an der Jungfrau, deren Stolz soeben gedemütigt wurde, da riss sie den goldenen Schuppenkranz aus ihrem Haar, warf ihn dem Prinzen vor die Füße und sprach: »Nimm hin dein Eigentum! Ich fühl's, mein Reich und mein Leben gehen zu Ende. Mein Stolz ist besiegt, denn der Geist, der jenes Kind dir zuführte, ist mächtiger als ich.« Sie winkte. Die Kristallkutsche rollte vor, die Wasserfee bestieg sie und versank mit ihr in den Boden. An der Stelle, wo sie versunken war, rauschte alsbald ein Brunnen mit unheimlichem Gemurmel durch das Gras. Und wie die Fee es gesagt hatte, so war es auch. Ein mächtiger Zauberer hatte schon lange unsichtbar die Geschicke des Königssohns gelenkt. Er war auch der graue Kranich und das graue Männlein gewesen und führte dem Prinzen eine Braut zu, die allein seiner würdig war. Zwar war der Wunderschmuck, den er ihr durch seinen Waldgeister beschert hatte, von seltener Pracht, aber ihr größter Reichtum war die Unschuld und die Treue des Herzens. Und eben diese Unschuld und diese Treue verliehen ihrem Angesichte eine Schönheit, die keine der anderen Jungfrauen aufzuweisen hatte und die ihr alle Gemüter gewann. Mit der Einwilligung ihres Vaters, dem das graue Männlein alsbald sein Augenlicht wiedergab, ward Elsbeth die glückliche Frau des jungen Königssohns. Und als dieser nach dem Tode seines Vaters König wurde, regierten beide unter dem Schutze des guten Zaubergeistes, der sie auch ferner durch Rat und Tat unterstützte, ihr Land mit solcher Weisheit, dass ihr Volk sie segnete für alle Zeiten. Die Historie von der schönen Lau. An Blaubeuren, dicht hinter dem alten Mönchskloster, sieht man bei einer jähen Felsenwand den großen runden Kessel eines wundersamen Quells, der Blautopf. Gen Morgen sendet er ein Flüsschen aus, die Blau, welche der Donau zustrebt. Dieser Teich ist einwärts wie ein tiefer Trichter, sein Wasser von Farbe ganz blau, sehr herrlich, mit Worten nicht zu beschreiben. Wenn man es aber schöpft
leuchtet es ganz hell in dem Gefäß. Auf dem Grund saß eine Wasserfrau mit langen fließenden Haaren. Ihr Leib war wie der eines schönen natürlichen Weibes, dies eine ausgenommen, dass sie zwischen den Fingern und Zehen eine Schwimmhaut hatte, blühweiß und zarter als ein Blatt vom Mohn. Im Städtlein gab es noch heutzutage einen alten Bau, vormals ein Frauenkloster, später zu einer großen Wirtschaft eingerichtet, der hieß darum der Nonnenhof. Dort hing vor 60 Jahren noch ein Bildnis von dem Wasserweib, trotz Rauch und Alter noch kenntlich in den Farben. Da hatte sie die Hände kreuzweise auf die Brust gelegt. Ihr Angesicht sah weißlich aus, das Haupthaar schwarz, die Augen aber, welche sehr groß waren, blau. Im Volk hieß sie die schöne Lau. Gegenüber den Menschen zeigte sie sich bald böse, bald gut. Zu Zeiten, wenn sie im Unmut den Fluss überfließen ließ, kamen Stadt und Kloster in Gefahr. Dann brachten ihr die Bürger in einem feierlichen Aufzug oft Geschenke, um sie zu besänftigen. Gold- und Silbergeschirr, Becher, Schalen, kleine Messer und andere Dinge. Gegen diese Prozessionen eiferten die Mönche. Es sei ein heidnischer Götzendienst. So lange, bis der Brauch endlich ganz abgestellt wurde. So feindlich darum die Wasserfrau dem Kloster gegenüber war, geschah es doch nicht selten, wenn Pater Emmeran die Orgel drüben schlug und kein Mensch in der Nähe war, dass sie am lichten Tag mit halbem Leib heraufkam und zuhörte. Dabei trug sie zuweilen einen Kranz von breiten Blättern auf dem Kopf und auch um den Hals. Ein frecher Hirtenjunge belauschte sie einmal in dem Gebüsch und rief: »Hei, Laubfrosch, geht's gut, Wetter?« Geschwinder als ein Blitz und giftiger als eine Otter fuhr sie heraus, ergriff den Knaben beim Schopf und riss ihn mit hinunter in eine ihrer nassen Kammern, wo sie den Ohnmächtigen jämmerlich verschmachten und verfaulen lassen wollte. Bald aber kam er wieder zu sich, fand eine Tür und kam, über Stufen und Gänge, durch viele Gemächer, in einen schönen Saal. Hier war es lieblich warm, mitten im Winter. Obwohl die Lau und ihre Dienerschaft schon schliefen, brannte auf einem hohen Leuchter mit goldenen Vogelfüßen als Nachtlicht eine Ampel. Es stand viel köstlicher Hausrat an den Wänden herum, die samt dem Estrich ganz mit Teppichen ausstaffiert waren, Bildwebereien in allen Farben. Der Knabe nahm hurtig das Licht herunter vom Stock, sah sich in Eile um, was er noch sonst erwischen möchte, und griff aus einem Schrank etwas heraus, das steckte in einem Beutel und war mächtig schwer. Er meinte, es sei Gold, lief dann und kam vor ein erzenes Pförtlein, das mochte in der Dicke gut 2 Fäuste sein, schob die Riegel zurück und stieg eine steinerne Treppe hinauf in unterschiedlichen Absätzen, bald links, bald wieder rechts, gewiss 400 Stufen, bis sie zuletzt aufhörten und er auf ungeräumte Felsspalten stieß. Da musste er das Licht zurücklassen und kletterte so unter Lebensgefahr noch eine Stunde lang im Finstern hin und her. Schließlich aber brachte er den Kopf auf einmal aus der Erde. Es war tiefe Nacht und dichter Wald um ihn. Als er nach vielem Umherlaufen endlich mit der ersten Morgenhelle auf ihm bekannte Pfade stieß und von dem Felsen aus das Städtlein unten erblickte, verlangte es ihn, bei Licht zu sehen, was in dem Beutel war.
Da war es weiter nichts als ein Stück Blei, ein schwerer Kegel, spannenlang mit einem Öhr an seinem oberen Ende, weiß vor Alter. Im Zorn warf er den Plunder weg, ins Tal hinab und sagte weiter niemandem von dem Raub, weil er sich dessen schämte. Doch kam durch ihn die erste Kunde von der Wohnung der Wasserfrau unter die Leute. Nun ist zu wissen, dass die schöne Lau nicht hier am Ort zu Hause war, vielmehr war sie als eine Fürstentochter, und zwar von mütterlicher Seite halbmenschlichen Geblüts, mit einem alten Donaunix am Schwarzen Meer vermählt. Ihr Mann verbannte sie, weil sie nur tote Kinder gebar. Das aber kam, weil sie stets traurig war, ohne besondere Ursache. Die Schwiegermutter hatte ihr geweissagt, sie würde sich nicht eher eines lebenden Kindes erfreuen, bis sie 5-mal von Herzen gelacht hätte. Beim 5. Male müsste etwas sein, das dürfe weder sie noch der alte Nix wissen. Es wollte aber damit niemals glücken, so viel auch ihre Leute deshalb Fleiß anwendeten. Endlich mochte sie der alte König nicht länger an seinem Hof leiden und sandte sie an diesen Ort, unweit der oberen Donau, wo seine Schwester wohnte. Die Schwiegermutter hatte ihr zum Dienst und Zeitvertreib etliche Kammerzofen und Mägde mitgegeben, muntere und kluge Mädchen, die zogen sie, nur aus Langeweile, 6-mal des Tages anders an, denn außerhalb dem Wasser ging sie in köstlichen Gewändern, jedoch barfuß. Sie erzählten ihr alte Geschichten und Märchen, machten Musik, tanzten und scherzten vor ihr. Neben jenem Saal, in welchem der Hirtenbub gewesen war, war der Fürstin ihr Schlafgemach, von welchem eine Treppe in den Blautopf führte. Da lag sie manchen lieben Tag und manche Sommernacht der Kühlung wegen. Auch hatte sie allerlei lustige Tiere, wie Vögel, Kühlhasen und Affen, vornehmlich aber einen possenreißenden Zwerg, durch welchen vormals ein Onkel der Fürstin von eben solcher Traurigkeit kuriert worden war. Sie spielte alle Abend Damenziehen, Schachzagel oder Schaf und Wolf mit ihm. So oft er einen ungeschickten Zug getan, schnitt er die seltsamsten Gesichter, keines dem anderen gleich, nein, immer eines ärger als das andere, dass auch der weise Salomo das Lachen nicht gehalten hätte, geschweige denn die Kammerjungfern oder du selber, lieber Zuhörer, wärst du dabei gewesen. Nur bei der schönen Lau schlug eben gar nichts an, kaum dass sie ein paar Mal den Mund verzog. Alle Jahre kamen gegen Winteranfang Boten von daheim. Die klopften an der Halle mit dem Hammer. Da fragten dann die Jungfern: »Wer pochet, dass einem das Herz erschrickt?« Und jene sprachen: »Der König schickt. Gebt uns Wahrhaftigen Bescheid, was Guts ihr habt geschafft die Zeit.« Und sie sagten: »Wir haben die ferndigen Lieder gesungen und haben die ferndigen Tänze gesprungen. Gewonnen war es um ein Haar. Kommt, liebe Herren, übers Jahr.« So zogen sie wieder nach Haus. Die Frau war aber vor der Botschaft und danach stets noch einmal so traurig. Im Nonnenhof lebte eine dicke Wirtin, Frau Beta Seisolfin, ein frohes Biederweib, christlich, leutselig, gütig. Zumal an armen reisenden Gesellen bewies sie sich als eine rechte Fremdenmutter. Die Wirtschaft führte zumeist ihr ältester Sohn, Stefan, welcher verehelicht war. Ein anderer, Xaver, war Klosterkoch. 2 Töchter noch bei ihr. Sie hatte einen kleinen Küchengarten vor der Stadt, nahe dem Blautopf.
Als sie im Frühjahr einst am ersten warmen Tag dort war und ihre Beete richtete, den Kappes, den Salat zu säen, Bohnen und Zwiebeln zu stecken, besah sie sich von ungefähr auch einmal recht mit Wohlgefallen wieder das schöne blaue Wasser überm Zaun und mit Verdruss daneben einen alten, garstigen Schutthügel, der schändete den ganzen Platz. Also nahm sie, wie sie fertig war mit ihrer Arbeit und das Gartentürlein hinter sich zugemacht hatte, die Hacke noch einmal, riss flink das gröbste Unkraut aus, er las etliche Kürbiskerne aus ihrem Samenkorb und steckte hin und wieder einen in den Haufen. Der Abt im Kloster, der die Wirtin als eine ordentliche Frau gern sah, man hätte sie nicht über 40 Jahre geschätzt, er selber war gleich ihr ein stark beleibter Herr, stand just am Fenster oben und grüßte herüber, indem er mit dem Finger drohte, als halte sie zu seiner Widersacherin. Die Wüstung grünte nun den ganzen Sommer, dass es eine Freude war, und hingen dann im Herbst die großen gelben Kürbisse an dem Abhang nieder bis zu dem Teich. Jetzt ging einstmals Jutta, die Tochter der Wirtentochter, in den Keller, wo sich noch von alten Zeiten her ein offener Brunnen mit einem steinernen Kasten befand. Beim Schein des Lichtes erblickte sie darin mit Entsetzen die schöne Lau, schwebend bis an die Brust im Wasser, sprang voller Angst davon und sagte es der Mutter. Die fürchtete sich nicht und stieg allein hinunter, litt auch nicht, dass ihr der Sohn zum Schutz nachfolgte, weil das Weib ja nackt war. Der wunderliche Gast sprach diesen Gruß. Die Wasserfrau ist kommen, gekrochen und geschwommen, durch Gänge steinig, wüst und kraus, zur Wirtin in das Nonnenhaus. Sie hat sich meinethalb gebückt, mein Topf geschmückt, mit Früchten und mit Ranken, das muss ich billig danken. Sie hatte einen Kreisel aus wasserhellem Stein in ihrer Hand, den gab sie der Wirtin und sagte, »Nehmt dieses Spielzeug, liebe Frau, zu meinem Angedenken. Ihr werdet guten Nutzen davon haben, denn jüngst habe ich gehört, wie ihr in eurem Garten der Nachbarin klagtet, euch sei schon vor der Kirchweih Angst, wo immer die Bürger und Bauern zu Unfrieden kämen und Mord und Totschlag zu befürchten sei. Deshalb, liebe Frau, wenn wieder die trunkenen Gäste bei Tanz und Zeche Streit beginnen, nehmt den Topf zur Hand und dreht ihn vor der Tür des Saals. Da wird man hören durch das ganze Haus ein mächtiges und herzliches Getöne, dass alle gleich die Fäuste werden sinken lassen und guter Dinge sind. Denn jählings ist ein jeder nüchtern und gescheit geworden. Ist es an dem, so werft eure Schürze auf den Topf, da wickelt er sich dann ein und liegt still. So redete das Wasserweib. Frau Bertha nahm vergnügt das Kleinod samt der goldenen Schnur und dem Halter aus Ebenholz, rief ihrer Tochter Jutta her, sie stand nur hinter dem Krautfass an der Staffel, zeigte ihr die Gabe, dankte und lud die Frau, so oft die Zeit ihr lang wäre, freundlich ein zu fernerem Besuch, worauf das Weib hinabfuhr und verschwand. Es dauerte nicht lang, so wurde offenbar, welch einen Schatz die Wirtschaft mit dem Topf gewann, denn nicht allein, dass er durch seine Kraft und hohe Tugend die übelsten Händel allezeit in Kürze dämpfte, er brachte auch dem Gasthaus bald erstaunliche Einkehr zuwege. Wer in die Gegend kam, gemein oder vornehm, ging ihm zulieb hinein. Vor allem kam bald der Graf von Helfenstein, von Württemberg und etliche große Prälaten, ja, ein berühmter Herzog aus der Lombardei, der bei dem Herzoge von Bayern zu Gast war und dieses Wegs nach Frankreich reiste, bot viel Geld für dieses Stück, wenn es ihm die Wirtin überlassen wollte.
Gewiss auch war in keinem anderen Land seinesgleichen zu sehen und zu hören. Wenn der Topf anfing, sich zu drehen, ging es doucement her. Dann klang es stärker und stärker, so hoch wie tief und immer herrlicher wie der Schall von vielen Pfeifen, der quoll und stieg durch alle Stockwerke bis unter das Dach und bis in den Keller. Der Gestalt, dass alle Wände, Dielen, Säulen und Geländer anscheinend davon erfüllt waren, zu tönen und zu schwellen begannen. Wenn nun das Tuch auf ihn geworfen wurde und er ohnmächtig lag, so hörte gleichwohl die Musik so bald nicht auf. Es zog vielmehr der ausgeladene Schwall mit starkem Klingen, Dröhnen, Summen noch wohl eine Viertelstunde hin und her. Bei uns im Schwabenland heißt so ein Topf aus Holz gemeinhin Habergeis. Der von Frau Beter wurde nach seinem vornehmsten Geschäft der Bauernschweiger genannt. Er war gemacht aus einem großen Amethyst, dessen Name besagt, wieder den Trunk. Weil er den schweren Dunst des Weins geschwind aus dem Kopf vertreibt, ja, schon von Anbeginn da wieder tut, dass einen guten Zecher das Selige berührt. Darum pflegten ihn auch weltliche und geistliche Herren sonst häufig am Finger zu tragen. Die Wasserfrau kam jeden Monat einmal, auch je und je unverhofft zwischen der Zeit. Die Wirtin ließ eine Schelle oben im Haus anbringen mit einem Draht, der lief herunter an der Wand beim Brunnen, damit sie sich sogleich anzeigen konnte. Also wurde sie je mehr und mehr zutraulich zu den wackeren Frauen, der Mutter samt den Töchtern und der Söhnerin. Eines Nachmittags im Sommer, als gerade keine Gäste kamen, der Sohn mit den Knechten und Mägden hinaus ins Heu gefahren war, Frau Beter mit der Ältesten im Keller Wein abließ, die Lau im Brunnen aber kurzweil wegen dem Geschäft zusah und nun die Frauen noch ein wenig mit ihr plauderten. Da fing die Wirtin an, »Mögt ihr euch denn nicht in meinem Haus und Hof umsehen? Die Jutta könnte euch etwas von Kleidern geben, ihr seid von einer Größe.« »Ja«, sagte sie, »ich wollte lange gern die Wohnung der Menschen sehen, was alles sie darin gewerben, spinnen, weben, auch wie eure Töchter Hochzeit machen und ihre kleinen Kinder in der Wiege schwenken.« Da lief die Tochter fröhlich mit Eile hinauf, ein reines Leintuch zu holen, brachte es ihr und half ihr, aus dem Kasten zu steigen. Das tat sie ohne Mühe und lachenden Mundes. Flug schlug ihr die Dirne das Tuch um den Leib und führte sie an der Hand eine schmale Stiege hinauf in die hinterste Ecke des Kellers, von wo man durch eine Falltür nach oben gleich in die Kammer der Töchter gelangt. Dort ließ sie sich trocken machen und saß auf einem Stuhl, während ihr Jutta die Füße abrieb. Wie diese ihr nun an die Fußsohle kam, fuhr sie zurück und kicherte. »Was nicht gelacht?« fragte sie selber sogleich. »Was anders?« rief das Mädchen und jauchzte. »Gebenedeit sei uns der Tag, ein erstes Mal wäre es geglückt.« Die Wirtin hörte in der Küche das Gelächter und die Freude, kam herein, begierig, wie es zugegangen sei. Doch als sie die Ursache vernommen, du armer Tropf, so dachte sie, das wird ja schwerlich gelten. Ließ sie sich indes nichts anmerken, und Jutta nahm etliche Stücke heraus aus dem Schrank, das Beste, was sie hatte, und die Hausfreundin zu kleiden. »Seht«, sagte die Mutter, »sie will wohl aus euch eine Susanne Preinestel machen.« »Nein«, rief die Lau in ihrer Fröhlichkeit. »Lass mich die Aschenputtel sein in deinem Märchen«, nahm einen schlechten, runden Faltenrock und eine Jacke, nicht Schuh noch Strümpfe, litt sie an den Füßen, auch hingen ihre Haare ungezöpft bis auf die Knöchel nieder. So strich sie durch das Haus, von unten bis nach oben, durch Küche, Stuben und Gemächer. Sie wunderte sich über die einfachsten Geräte und ihres Gebrauchs,
besah den reingefegten Schanktisch und darüber in langen Reihen die zinnernen Kannen und Gläser, alle gleich gestürzt mit hängendem Deckel, dazu den kupfernen Schwenkkessel samt der Bürste und mitten in der Stube an der Decke der Weber Zunftgeschmuck mit Seidenband und Silberdraht geziert in dem Kästlein von Glas. Zufällig erblickte sie ihr eigenes Bild im Spiegel, von dem sie betroffen eine ganze Weile stehen blieb, und als darauf die Söhnerin sie mit in ihre Stube nahm und ihr ein neues Spiegelein, 3 Groschen wert, verehrte, da meinte sie Wunder, was zu haben, denn unter all ihren Schätzen fand sich dergleichen nicht. Bevor sie aber Abschied nahm, geschah es, dass sie hinter den Vorhang des Alkoven schaute, wo das Bett der jungen Frau und ihres Mannes sowie die Schlafstätte der Kinder war. Da saß ein Enkellein mit rot geschlafenen Wangen, hemdig und einen Apfel in der Hand, auf einem runden Stühlchen von guter Ulmer Hafnerarbeit, grün verglast. Das wollte dem Gast außerordentlich gefallen. Sie nannte es einen sehr zierlichen Sitz, rümpfte aber die Nase zugleich, und da die 3 Frauen zu lachen begannen, bemerkte sie dies und fing auch hell zu lachen an. Und die ehrliche Wirtin hielt sich den Bauch, indem sie sprach, »Diesmal für wahr hat es gegolten, und Gott schenke euch so einen frischen Buben, als mein Sebastian da ist.« Die Nacht darauf, dass sich dies zugetragen hatte, legte sich die schöne Lau getrost und wohlgemut, wie schon in langen Jahren nicht, im Grund des Blautopfs nieder und schlief gleich ein, und bald erschien ihr ein närrischer Traum. Ihr schien es war die Stunde nach Mittag, wo in der heißen Jahreszeit die Leute auf der Wiese sind und mähen, die Mönche sich aber in ihre kühlen Zellen eine Ruhe machen, daher es noch einmal so still war im ganzen Kloster und rings um seine Mauern. Es dauerte jedoch nicht lange, da kam der Abt herausspaziert und sah, ob nicht etwa die Wirtin in ihrem Garten sei. Dieselbe aber saß als eine dicke Wasserfrau mit langen Haaren in dem Topf, wo der Abt sie bald entdeckte. Sie begrüßte und ihr einen Kuss gab, so mächtig, dass es vom Klostertürmlein widerschallte. Und schallte es der Turm ans Refektorium, da sagt's der Kirche, und die sagt's dem Pferdestall, und der sagt's dem Fischhaus, und das sagt's dem Waschhaus. Und im Waschhaus, da riefen's die Zuber und Kübel sich zu. Der Abt erschrak über den Lärm. Ihm war, wie er sich nach der Wirtin bückte, sein Käpplein in den Blautopf gefallen. Sie gab es ihm geschwind, und er watschelte hurtig davon. Da aber kam aus dem Kloster heraus unser Herrgott zu sehen, was es gebe. Er hatte einen langen weißen Bart und einen roten Rock und fragte den Abt, der ihm just in die Hände lief, »Herr Abt, wie ward euer Käpplein so nass?« Und er antwortete, »Es ist mir ein Wildschwein am Wald verkommen, vor dem habe ich Reis ausgenommen. Ich rannte sehr und schwitzte bass, davon ward wohl mein Käpplein so nass.« Da hob unser Herrgott unwirsch wegen der Lüge seine Finger, winkte ihm und ging voran dem Kloster zu. Der Abt sah verstohlen noch einmal nach der Frau Wirtin um, und diese rief, ach, liebe Zeit, jetzt kommt der gute Altherr in die Prison. Dies war der schönen Lau ihr Traum. Sie wusste aber beim Erwachen und spürte noch in ihrem Herzen, dass sie im Schlaf sehr gelacht hatte, und ihr hüpfte noch die Brust, dass der Blautopf oben Ringlein schlug. Weil es den Tag zuvor sehr schwül gewesen war, blitzte es jetzt in der Nacht. Der Schein erhellte den Blautopf ganz, auch spürte sie am Boden, es donnere weit weg. So blieb sie mit zufriedenem Gemüt noch eine Weile ruhen, den Kopf in ihre Hand gestützt und sah dem Wetter blickend zu. Nun stieg sie auf, zu wissen, ob der Morgen etwa komme, doch es war noch nicht viel über Mitternacht. Der Mond stand glatt und schön über dem Rosenschloss,
Die Lüfte aber waren voll vom Würzgeruch der Maden. Sie meinte fast der Geduld nicht zu haben bis zu der Stunde, wo sie im Nonnenhof ihr neues Glück verkünden durfte. Ja, es fehlte wenig, dass sie sich jetzt nicht mitten in der Nacht aufmachte und vor Juttas Türe kam, wie sie nur einmal, Trostes wegen, in übergroßem Jammer nach der jüngsten Botschaft aus der Heimat tat. Doch sie besann sich anders und ging zu besserer Zeit. Frau Beda hörte ihren Traum gutmütig an, obwohl er ihr ein wenig ehrenrührig schien. Bedenklich aber sagte sie darauf: Baut nicht auf solches Lachen, das im Schlaf geschah. Der Teufel ist ein Schelm. Wenn ihr auf solches Trugwerk hin die Boten mit fröhlicher Botschaft entließet und die Zukunft straft euch Lügen, es könnte euch schlimm dahin ergehen. Auf diese ihre Rede ließ die schöne Lau den Mund gar sehr hängen und sagte: Frau Ahnen hat der Traum verdrossen, nahm kleinlaut Abschied und tauchte hinunter. Es war kurz vor Mittag, da rief der Pater Schaffner im Kloster dem Bruder Kellermeister Alfred zu: Ich merke es, es ist im Gumpenletz, die Schüssel läuft über. Die Arge will eurem Fass wohl wieder einmal schwimmen lehren. Macht eure Läden eilig zu, verschließet alles wohl. Nun aber war des Klosters Koch, der Wirtin Sohn, ein lustiger Vogel, welchem die Lau wohl leiden mochte. Der dachte, ihren Ärger mit einem Schnack zu stillen, lief nach seiner Kammer, zog den Bettkasten aus seiner Lagerstätte, steckte die Bretter am Blautopf in den Rasen, wo das Wasser anzutreten pflegte, und stellte sich mit Worten und Gebärden als einen getreuen Diener an, der mächtiger Angst hätte, dass seine Herrschaft aus dem Bett fallen und etwas Schaden nehmen möchte. Da sie nun das Holz so recht mit Fleiß gesteckt und über das Bächlein gespreizt, kam ihr in ihrem Zorn das Lachen an. Und sie lachte so laut, dass man's im Klostergarten hörte. Als sie am Abend darauf zu den Frauen kam, da wussten sie es schon vom Koch und wünschten ihr mit tausend Freuden Glück. Die Wirtin sagte: Der Xaver ist von Kindesbeinen an ein Zauberklaus gewesen. Jetzt kommt uns seine Torheit zustatten. Nun aber ging ein Monat nach dem anderen herum. Es wollte sich zum dritten oder vierten Mal nicht wieder schicken. Martini war vorbei. Noch wenige Wochen und die Boten standen wieder vor der Tür. Da wurde es den guten Wirtsleuten selbst bang, ob heuer noch etwas zustande käme. Und alle hatten nur zu trösten an der Frau. Je größer deren Angst, desto weniger war zu hoffen. Damit sie ihren Kummer eher vergesse, lud ihr Frau Beta einen Lichtkerz ein, da nach dem Abendessen ein halbes Dutzend muntere Dirnen und Weiber aus der Verwandtschaft sich bei Kerzenschein in einer abgelegenen Stube mit ihren Spinnrädern zusammensetzten. Die Lau kam jeden Abend in Juttas altem Rock und Kittel und ließ sich weit vom warmen Ofen weg in einem Winkel auf dem Boden nieder und hörte dem Geplapper zu. Am Anfang ein stummer Gast, wurde aber bald zutraulich und bekannt mit allen. Um ihretwillen machte sich Frau Beta eines Abends ein Geschäft daraus, ihr Weihnachtskripplein für die Enkel bei Zeiten herzurichten, die Mutter Gottes mit dem Kind im Stall, bei ihr die drei Waisen aus dem Morgenland, ein jeder mit seinem Kamel, darauf hergereist kam und seine Gaben brachte. Um dies alles aufzuputzen und zu leimen, was etwas locker war, saß die Frau Wirtin an dem Tisch beim Licht mit ihrer Brille. Und die Wasserfrau mit sah ihr mit der Götzen zu, so wie sie es auch gern vernahm, was ihr von heiligen Geschichten dabei erzählt wurde. Doch ohne, dass sie dieselben dem rechten Verstand nach begriff oder zu Herzen nahm, wie gern auch die Wirtin es wollte. Frau Beta wusste ferner viele lehrreiche Fabeln und Denkreimer, auch manche Fragen und Rätsel. Die gab sie nacheinander zu raten auf, weil die Wasserfrau von Hause aus dergleichen liebte und immer gar zufrieden schien, wenn sie es ein und das andere Mal traf, das doch nicht allzu leicht geriet.
Eines gefiel ihr von allen, und was damit gemeint ist, nannte sie ohne Besinnen. Ich bin eine dürre Königin, trag auf dem Haupt eine zierliche Kron, und die mir dienen mit treuem Sinn, die haben großen Lohn. Meine Frauen müssen mich schön frisieren, erzählen mir Märlein ohne Zahl. Sie lassen kein einziges Haar an mir, doch siehst du mich nimmer kahl. Spazieren fahr ich frank und frei, da geht's so rasch, das geht so fein, nur komm ich nicht vom Platz dabei. Sagt, Leute, was mag das sein? Darüber sagte sie etwas fröhlicher denn zuvor: Wenn ich wieder in meiner Heimat bin und es kommt einmal ein schwäbisches Landeskind, zumal aus eurer Stadt, auf einer Kriegsfahrt oder sonst durch die Walachenland an unser Gestade, so ruf er mich bei Namen, dort, wo der Strom am breitesten hineingeht in das Meer. Versteht, 10 Meilen einwärts in dieselbe See erstreckt sich meines Mannes Reich, soweit das süße Wasser sie mit seiner Farbe färbt. Dann will ich kommen und dem Fremdling zu Rat und Hilfe sein. Damit er aber sicher sei, ob ich es bin und keine andere, die ihm schaden möchte, so stelle er dies Rätsel. Niemand aus unserem Geschlecht außer mir wird ihm darauf antworten. Denn dort sind solche Rocken und Rädlein, wie ihr sie in Schwaben führt, nicht gesehen, noch kennen sie dort eure Sprache. Darum mag dies die Losung sein. An einem anderen Abend wurde erzählt vom Dr. Weiland und Herrn Konrad von Württemberg, dem alten Gaugrafen, in dessen Tagen es noch keine Stadt mit Namen Stuttgart gab. Im Wiesental, da wo dieselbe sich später erhob, stand nur ein stattliches Schloss mit Wassergraben und Zugbrücke, von Bruno, dem Domherren von Speyer, Konrads Onkel, erbaut. Und nicht gar weit davon ein hohes steinernes Haus. In diesem wohnte damals mit einem alten Diener ganz allein ein sonderlicher Mann. Der war in natürlicher Kunst und in Arzneikunst sehr gelehrt und war mit seinem Herrn, dem Grafen, weit in der Welt herumgereist, in heißen Ländern, von wo er manche Seltsamkeit an Tieren, vielerlei Gewächsen und Meereswundern heraus nach Schwaben brachte. In seiner Studierstube sah man eine Menge der fremden Sachen an den Wänden herumhängen, mit Haut vom Krokodil, sowie Schlangen und fliegende Fische. Fast alle Wochen kam der Graf einmal zu ihm. Mit anderen Leuten pflegte er wenig Gemeinschaft. Man wollte behaupten, er mache Gold. Gewiss ist, dass er sich unsichtbar machen konnte, denn er verwahrte unter seinem Kram einen Krakenfischzahn. Einst nämlich, als er auf dem Roten Meer das Bleilot niederließ, und die Tiefen zu erforschen, da zuckte es unterm Wasser, dass das Tau fast riss. Es hatte sich ein Krakenfisch im Lot verbissen und 2 seiner Zähne darin gelassen. Sie sind wie eine Schustersohle spitz und glänzend schwarz. Der eine steckte sehr fest, der andere ließ sich leicht ausziehen. Da nun ein solcher Zahn, etwa in Silber oder Gold gefasst und bei sich getragen, besagte hohe Kraft besitzt und zu den größten Gütern, die man für Geld nicht haben kann, gehört, der Doktor aber dafür hielt, es zieme eine solche Gabe niemand besser als einem weisen und wohldenkenden Gebieter, damit er überall in seinen eigenen und Feindeslanden sein Ohr und Auge habe, so gab er einen dieser Zähne seinem Grafen, wie er ja ohnehin wohl schuldig war, mit Anzeigung von dessen Heimlichkeit, davon der Herr nichts wusste. Von diesem Tag an zeigte sich der Graf dem Doktor gnädiger als allen seinen Edelleuten oder Räten und hielt ihn recht als seinen lieben Freund. Er ließ ihm auch gern und ohne Neid das Lot zu eigen, darin der andere Zahn steckte, doch unter dem Gelöbnis, sich dessen ohne Not nicht zu bedienen, auch ihn vor seinem Ableben entweder ihm, dem Grafen, erblich hinterlassen oder auf jede erdenkliche Weise der Welt entrücke, sofern er ihn nicht gänzlich vertilge. Der edle Graf starb aber 2 Jahre früher als der Weiland und hinterließ dem Kleinod seinen Söhnen nicht.
Man glaubte aus Gottes Furcht und weisem Vorbedacht, habe er es mit in das Grab genommen oder sonst verborgen. Wie nun der Doktor auch im Sterben lag, so rief er seinen treuen Diener Kurt zu sich ans Bett und sagte: »Lieber Kurt, es geht diese Nacht mit mir zu Ende. So will ich dir noch deine guten Dienste danken und etliche Dinge befehlen. Dort bei den Büchern in dem Fach zu untererst in der Ecke ist ein Beutel mit 100 Imperialen. Den nimm gleich zu dir. Du wirst auf Lebenszeit genug daran haben. Zum Zweiten, das alte geschriebene Buch in dem Kästlein verbrenne jetzt vor meinen Augen hier in dem Kamin. Zum Dritten findest du dort ein Bleilot. Das nimm, verbirg's bei deinen Sachen und wenn du aus dem Hause gehst in deine Heimat, gehen Blaubeuren, wirf es als erstes in den Blautopf.« Hiermit war er darauf bedacht, dass es ohne Gottes besondere Fügung in ewigen Zeiten nicht irgendeines Menschen Hände komme. Denn damals hatte sich die Lau noch nie im Blautopf blicken lassen und man hielt diesen außerdem für unergründlich. Nachdem der gute Diener jenes, teils auf der Stelle ausgerichtet, teils versprochen hatte, nahm er mit Tränen Abschied von dem Doktor, welcher vor Tagesanbruch noch das Zeitliche gesegnete. Als dann die Gerichtspersonen kamen und allen kleinen Quark aussuchten und versiegelten, da hatte Kurt das Bleilot zwar beiseite geschafft, den Beutel aber nicht versteckt, denn er war keiner von den Schlauesten und musste ihn da lassen, bekam auch nachher nicht einen Deut davon zu sehen, kaum dass die schnöden Erben ihm den Jahreslohn auszahlten. Solch Unglück ahnte er schon, als er, auch ohne dies betrübt genug, mit seinem Bündlein in seiner Vaterstadt einzog. Jetzt dachte er nichts anderes, als seines Herrn Befehl vor allen Dingen zu vollziehen. Weil er seit 23 Jahren nimmer hier gewesen, so kannte er die Leute nicht, die ihm begegneten. Und da er gleichwohl dem einen und dem anderen guten Abend sagte, gab's ihm niemand zurück. Die Leute schauten sich, wenn er vorüberkam, verwundert an den Häusern um, wer da doch gegrüßt haben möchte, denn keiner erblickte den Mann. Dies kam, weil ihm das Lot in seinem Bündel auf der linken Seite hing. Ein andermal, wenn er es rechts trug, war er von allen gesehen. Er aber sprach für sich: »Zu meiner Zeit sind ja Blaubeurener so grob etquä.« Beim Blautopf fand er seinen Vetter, den Seilermeister, mit dem Jungen an der Arbeit, indem er längs der Klostermauer, rückwärts gehend, Werk aus seiner Schürze spann und weiterhin der Knabe die Schnur mit dem Rad trittte. »Gott grüß dich, Vetter Seiler«, rief der Kurt und klopft ihm auf die Schulter. Der Meister guckte sich um, erblasste, ließ seine Arbeit aus den Händen fallen und lief, was seine Beine hergaben. Da lachte der andere und sprach: »Der denkt, mei Seele, i wandele geistweis. De Leut hand quies mi für tot hier gesagt, anstatt mei Herra, ei so schlack.« Jetzt ging er zu dem Teich, knüpfte sein Bündel auf und zog das Lot heraus. Da fiel ihm ein, er möchte doch auch wissen, ob es wahr sei, dass der Gumpen keinen Grund noch Boden habe. Er wäre gern auch ein wenig so ein Spiriguckes wie sein Herr gewesen. Und weil er vorhin im Korb des Seilers drei große Schnürbund hatte liegen sehen, so holte er dieselben her und band das Lot an einen. Es lagen just auf frisch gebohrte Balken. Eine schwere Menge in dem Wasser bis gegen die Mitte des Topfes, darauf er sicher Platz fassen konnte. Und also ließ er das Gewicht hinunter, indem er immer ein Stück Schnur an seinem ausgestreckten Arm abmaß. Drei solcher Längen auf ein Klafter rechnete und laut abzählte. Ein Klafter, zwei Klafter, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Da ging der erste Schnürbund aus
und so musste er den zweiten an das Ende knüpfen, maß wiederum ab und zählte bis auf 20. Da war der andere Schnurrbund auch weg. Heider Guckuck ist dieser Tiaffe! Und er band den dritten an das Trumm, fuhr fort zu zählen. 21, 22, 23, 24, Höllelement, mein Arm will nimmer. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jetzt ist gut nachts, es Messhutter end. Do heißt halt mir nix, dir nix, rapede kapede, so ich us ganger. Er schlug die Schnur, bevor er aufzog, um das Holz, auf dem er stand, um ein wenig zu verschnaufen und urteilte bei sich. Der Topf ist werle boderlos. Indem eine der Spinnerinnen diesen Schwank erzählte, tat die Wirtin einen schlauen Blick zur Lau hinüber, welche lächelte. Denn freilich wusste sie am besten, wie es gegangen war mit dieser Messerei. Doch sagten beide nichts. Dem Zuhörer soll es aber unverborgen sein. Die schöne Lau lag jenen Nachmittag auf dem Sand in der Tiefe und ihr zu Füßen eine Kammerjungfer, Alaila, welche ihr die Liebste war, schnitt ihr in guter Ruhe die Zehen mit einer goldenen Schere, wie von Zeit zu Zeit geschah. Da kam langsam aus der klaren Höhe ein schwarzes Ding hernieder, wie ein Kegel, das sich im Anfang beide sehr wunderten, bis sie erkannten, was es war. Wie nun das Lot mit 90 Schuh den Boden rührte, da ergriff die scherzlustige Zofe die Schnur und zog langsam mit beiden Händen, zog und zog, so lang, bis sie nicht mehr nachgab. Dann nahm sie geschwind die Schere und schnitt das Lot weg, langte nach einer dicken Zwiebel, die war es gestern in den Topf gefallen und fast so groß wie ein Kinderkopf, und band sie bei dem grünen Sprossen an die Schnur, damit der Mann erstaune, ein anderes Lot zu finden, als er ausgeworfen hatte. Inzwischen aber hatte die schöne Lau den Krakenzahn im Blei mit Freuden und Verwunderung entdeckt. Sie kannte seine Kraft sehr wohl, und obgleich für sich selbst die Wasserweiber oder Männer nicht viel danach fragen, so gönnen sie den Menschen doch so großen Vorteil nicht, zumal sie das Meer und was sich darin findet von Anbeginn als ihre Pracht und ihr Lehen betrachteten. Deswegen hoffte die schöne Lau mit dieser Beute sich dereinst, wenn sie zu Hause käme, beim alten Nix, ihrem Gemahl, Lob zu holen. Doch wollte sie den Mann, der oben stand, nicht ohne Entgelt lassen, nahm also alles, was sie eben auf dem Leibe hatte, nämlich die schöne Perlenschnur an ihrem Hals, schlang diese um die große Zwiebel, gerade als er sich nunmehr erhob, und das war noch nicht genug. Sie hing auch die goldene Schere noch dran und sah mit hellem Aug, wie das Gewicht hinaufgezogen wurde. Die Zofe aber neugierig, wie sich das Menschenkind dabei gebärde, stieg hinter dem Lot in die Höhe und weidete sich zwei Spannen unterhalb dem Spiegel an Schreck und Verwirrung des Alten. Zuletzt fuhr sie mit ihren beiden ausgestreckten Armen ein-, zweimal in der Luft herum, die weißen Finger zu einem Fächer oder Wedel ausgespreizt. Es waren aber schon zuvor auf das Geschrei von Vetter Seiler viele Leute aus der Stadt herausgekommen. Die standen um den Blautopf herum und sahen dem Abenteuer zu, bis die grausigen Hände erschienen. Da stob mit einmal die Menge auseinander und rannte davon. Der alte Diener aber war von Stund an irr im Kopf. Ganze 7 Tage lang und sah der Lau ihre Geschenke gar nicht an, sondern saß da bei seinem Vetter hinterm Ofen und sprach des Tags wohl 100-mal ein altes Sprüchlein vor sich hin, von welchem kein Gelehrter in ganz Schwabenland Bescheid zu geben weiß, woher und wie oder wann erstmals es unter die Leute gekommen war. Denn von sich selber hatte es der Alte nicht. Man gab es lang vor seiner Zeit, gleich wie noch des heutigen Tages, den Kindern scherzweis auf, wer es ganz hurtig, nacheinander, ohne Tadel, am öftesten hersagen könne, und das Sprüchlein geht so.
Sleit e Klötzle Blei glei bei Blaubeurer, glei bei Blaubeurer leit e Klötzle Blei. Die Wirtin nannte es einen rechten Zungenbrecher und sagte, wer hätte auch den mindesten Verstand da drin gesucht, geschweige eine Prophezeiung. Als endlich der Kurt am 7. Morgen seine Besinnung wiederfand und ihm der Vetter die kostbaren Sachen gab, die sein rechtliches Eigentum waren, da schmunzelte er doch, tat sie in sicheren Verschluss und beriet sich mit dem Seiler, was damit anzufangen sei. Sie hielten alle für das Beste, er reise mit Perlen und Schere gen Stuttgart, wo eben Graf Ludwig sein Hoflager hatte, und biete sie demselben an zum Kauf. So tat er denn. Der hohe Herr war auch nicht karg und gleich bereit, so seltene Zier nach Schätzung eines Meisters für seine Frau zu übernehmen. Nur, als er von dem Alten hörte, wie er dazu gekommen war, fuhr er auf und drehte sich voll Ärger auf dem Absatz um, da ihm der Wunderzahn verloren war. Ihm war vor dem etwas von diesem Zahn kund geworden, und hatte er den Doktor seines Vaters bald nach Herrn Konrads Tod sehr darum gebeten, doch umsonst. Dies war nun die Geschichte, welche die Spinnerinnen damals plauderten. Doch ihnen war das Beste daran unbekannt. Eine Gevatterin, so auch mit ihrem Spinnrad unter ihnen saß, hätte noch gern gehört, ob wohl die schöne Lau das Lot noch habe und was sie damit tue, und redete so von Weitem darauf hin. Da gab Frau Beter ihr nach ihrer Weise einen kleinen Stich und sprach zur Lau, »Ja, Geld, jetzt macht ihr euch bisweilen unsichtbar. Geht herum in den Häusern und guckt den Weibern in die Töpfe, was sie zu Mittag kochen. Eine schöne Sache um so ein Lot für fürwitzige Leute.« Da fing eine der Dirnen an, halblaut das närrische Gesetzlein herzusagen. Die anderen taten ein Gleiches und jede wollte es besser sagen können, und keine brachte es zum dritten oder vierten Male glatt aus dem Mund. Dadurch gab es viel Lachen. Zum letzten musste es die schöne Lau probieren, die Jutta ließ ihr keine Ruhe. Sie wurde rot bis an die Schläfe, doch hub sie an und sprach klugerweise langsam, »Es leid a Klötzle Blei glei bei Blaubeuren.« Die Wirtin rief ihr zu, so sei es keine Kunst, es müsse gehen wie geschmiert. Da nahm sie frischen Anlauf, kam auch alsbald vom Pfad ins Stoppelfeld, fuhr bunt über Rücks und wusste nimmer Gix noch Gax. Jetzt, wie man sich denken kann, gab es Gelächter, eine ganze Stube voll, das hättet ihr nur hören sollen, und mitten draus hervor der schönen Lau ihr Lachen, so hell wie ihre Zähne, die man alles sah. Doch unversehens, mitten in dieser Fröhlichkeit und Lust, begab sich ein mächtiges Schrecken. Der Sohn vom Haus, der Wirt, er kam gerade mit dem Wagen heim vom Sonderbuch und fand die Knechte verschlafen im Stall, sprang hastig die Stiege herauf, rief seine Mutter vor die Tür und sagte, dass es alle hören konnten, »Um Gottes Willen, schickt die Lau nach Haus, hört ihr denn nicht im Städtlein den Lärm?« Der Blautopf leert sich aus, die untere Gasse ist schon unter Wasser und in dem Berg am Gumpen ist ein Getös und Rollen, als wenn die Sintflut käme. Während er noch so sprach, tat innen die Lau einen Schrei. »Das ist der König, mein Gemahl, und ich bin nicht daheim!« Sie fiel von ihrem Stuhl besinnungslos zu Boden, dass die Stube zitterte. Der Sohn war wieder fort, die Spinnerinnen liefen jammernd heim mit ihren Rocken, die anderen aber wussten nicht, was anzufangen mit der armen Lau, welche wie tot da lag. Eins machte ihr die Kleider auf, eine andere kniff ihr in die Wange, die dritte riss die Fenster auf und schafften doch alle miteinander nichts. Da streckte unverhofft der lustige Koch den Kopf zur Tür herein und sagte, »Ich hab's mir eingebildet, sie wär bei euch. Doch, wie ich sehe, geht's nicht allzu lustig her. Macht, dass die Ente in das Wasser kommt, so wird sie schwimmen.« »Ah, du hast gut reden«, sprach die Mutter mit Beben. »Hat man sie auch im Keller und im Brunnen, kann sie sich unten den Hals abstürzen im Geklüft.« »Was Keller?« rief der Sohn. »Was Brunnen?
Das geht ja freilich nicht. Lass mich nur machen. Not kennt kein Gebot. Ich trag sie in den Blautopf. Und damit nahm er, als starker Kerl, die Wasserfrau auf seine Arme. Komm, Jutta, nicht heulen. Geh mir voran mit der Laterne. In Gottes Namen, sagte die Wirtin, doch nimm den Weg hinten herum durch die Gärten. Auf der Straße wimmelt es von Leuten und Lichtern. Der Fisch hat sein Gewicht, sprach er im Gehen, schritt aber festen Tritts die Stiege hinunter, dann über den Hof und links und rechts zwischen Hecken und Zäunen hindurch. Am Gumpen fanden sie das Wasser schon merklich gefallen, merkten aber nicht, wie die drei Zofen mit den Köpfen dicht unter dem Spiegel ängstlich hin und her schwammen, nach ihrer Herrin ausschauend. Das Mädchen stellte die Laterne hin. Der Koch entledigte sich seiner Last, indem er sie behutsam mit dem Rücken an den Kürbishügel lehnte. Da raunte ihm sein eigener Schalk ins Ohr: »Wenn du sie küsstest, freute dich's dein Leben lang, könntest du doch sagen, du habest einmal eine Wasserfrau geküsst.« Und ehe er's recht dachte, war's geschehen. Da löschte ein Schluck Wasser aus dem Topf das Licht urplötzlich aus, dass es stockdunkel war umher. Und es war nicht anders, als wenn ein ganzes halbes Dutzend nasser Hände auf ein paar kernige Backen fiel und wo sie sonst hin trafen. Die Schwester rief: »Was gibt's denn?« »Maulschellen heißt man's hier herum«, sprach er. »Ich hätte nicht gedacht, dass sie am Schwarzen Meer solch grobe Dinge kennen.« Mit diesen Worten stahl er sich eilends davon. Doch weil es vom Widerhall drüben am Kloster auf Mauern und Dächern und Wänden mit Maulschellen bratzelte, stand er bestürzt, wusste nicht recht wohin, denn er glaubte den Feind vorn und hinten. Solche eine Weisung brauchte es, damit er sich des Mundes nicht rühme, den er geküsst hatte, unwissend zwar, dass er es der schönen Lau zum Heil tun musste. Inmitten dieses argen Lärms hörte man die Fürstin in ihrem Ohnmachtsschlaf so sehr lachen, wie sie es damals im Traum getan hatte, als sie den Abt springen sah. Der Koch vernahm es noch von Weitem, und ob er schon auf sich zog und mit Grund, erkannte er doch gern, dass nicht weiter Not mehr habe mit der Frau. Bald kam mit guter Botschaft auch die Jutta heim. Die Kleider, den Rock und das Leibchen im Arm, welche die schöne Lau zum letzten Mal am Leibe gehabt hatte. Von ihren Kammernjungfern, die sie am Topf im Beisein des Mädchens empfingen, erfuhr sie gleich zu ihrem großen Trost, der König sei noch nicht hingekommen, doch möge es nicht mehr lange dauern, die große Wasserstraße sei schon angefüllt. Dies nämlich war ein breiter, hoher Felsweg, tief unterhalb der menschlichen Wohnstätten, schön grad und eben mitten durch den Berg gezogen, 2 Meilen lang von da bis an die Donau, wo die Schwester des alten Nix ihren Fürstensitz hatte. Derselben waren viele Flüsse, Bäche, Quellen dieses Gaus dienstbar. Die schwellten, wenn das Gebot an sie herging, besagte Straßen in kurzer Zeit so hoch mit ihren Wassern, dass sie mit allem Sägetier, Meerrossen und Wagen befahren werden mochte, welches bei festlicher Gelegenheit zuweilen als ein schönes Schauergespränge mit vielen Fackeln und Musik von Hörnern und Pauken geschah. Die Zofen eilten jetzt mit ihrer Herrin in das Putzgemach, um sie zu salben, zöpfen und köstlich anzuziehen, was sie auch gerne zuließ und selbst mithalf, denn sie fühlte in ihrem Innern, es sei nun jegliches erfüllt samt dem 5., von dem aber der alte Nix und sie nichts wissen durften. 3 Stunden wohl, nachdem der Wächter Mitternacht gerufen, es schlief im Nonnenhof schon alles, erscholl die Kellerglocke 2-mal mächtig zum Zeichen, dass es Eile habe, und hurtig waren auch die Frauen und die Töchter auf dem Platz. Die Lau begrüßte sie wie sonst vom Brunnen aus. Nur war ihr Gesicht von der Freude verschönt, und ihre Augen glänzten, wie man es nie an ihr gesehen hatte. Sie sprach: »Wisst, dass mein Gemahl um Mitternacht gekommen ist? Die Schwiegermutter hat es ihm längst vorausverkündigt, dass sich in dieser Nacht mein gutes Glück vollenden soll, worauf er ohne Säumen auszog mit Geleit der Fürsten, seinem Onkel und meinem Bruder Sind und vielen Herren. Am Morgen reisen wir,
Der König ist mir hold und gnädig, als hieß ich erst von heute an sein Ehegespons. Sie werden gleich vom Mahl aufstehen, sobald sie den Umtrunk gehalten haben. Ich schlich in meine Kammer und hierher, noch meine Gastfreunde zu grüßen und zu herzen. Ich sage Dank, Frau Gevatterin, liebe Jutta, euch Söhnerin und Jüngste dir. Grüße die, die nicht zugegen sind, die Männer und die Mägde. Jedes dritte Jahr erhaltet ihr eine Botschaft von mir. Auch mag es wohl geschehen, dass ich lieber noch eher komme. Da bringe ich mit auf diesem meinen Armen ein lebend Merkmal, dass die Lau bei euch gelacht hat. Das wollen euch die meinen allezeit gedenken, wie auch ich selbst. Für jetzt aber wisset, liebe Wirtin, ist mein Sinn, einen Segen zu stiften in dieses Haus für viele seiner Gäste. Oft habe ich vernommen, wie ihr den armen wandernden Gesellen Gutes getan mit freier Kost und Herberg. Damit ihr solchen fortan mögt noch eine weitere Handreichung tun, so werdet ihr zu diesem Zwecke beim Brunnen hier einen steinernen Krug finden, voll guter Silbergroschen. Davon teilt ihnen nach Gutdünken aus. Und ich will das Gefäß, bevor der letzte Pfennig ausgegeben, wieder füllen. Zudem will ich noch stiften alle 100 Jahre 5 Glückstage, denn dies ist meine holde Zahl. Mit unterschiedlichen Geschenken, also dass wer von reisenden Gesellen der erste über eure Schwelle tritt am Tag, der mir das erste Lachen brachte, der soll empfangen aus eurer oder eurer Kindern Hand von 5erlei Stücken das Größte. Ein jeder, der den Preis gewinnt, gelobe nicht Ort noch Zeit dieser Bescherung zu verraten. Ihr findet aber solche Gaben jedes Mal hier nächst dem Brunnen. Die Stiftung, wisset, mache ich für alle Zeit, solange ein Glied von eurem Stamm auf der Wirtschaft ist. Nach diesen Worten redete sie noch manches leise mit der Wirtin und sagte zuletzt: Vergesst nicht das Lot. Der kleine Schuster soll es nimmermehr bekommen. Dann nahm sie nochmals Abschied und küsste eine jede. Die beiden Frauen und die Mädchen weinten sehr. Sie steckte Jutta einen Fingerreif mit grünem Email an und sprach dabei: Ade, Jutta. Wir haben zusammen besondere Holdschaft gehabt. Die muss auch weiterhin bestehen. Dann tauchte sie hinunter, winkte und verschwand. In einer Nische hinter dem Brunnen fand sich wahrhaftig der Krug samt dem versprochenen Geschenken. Es war in der Mauer ein Loch mit eisernem Türlein versehen, von dem man nie gewusst hatte, wohin es führe. Das stand jetzt offen, woraus ersichtlich war, dass die Sachen durch dienstbare Hand auf diesem Weg hergebracht worden waren, weshalb auch alles wohl trocken blieb. Es lag dabei ein Würfelbecher aus Drachenhaut mit goldenen Nägeln beschlagen, ein Dolch mit kostbar eingelegtem Griff, ein elfenbeinernes Weberschifflein, ein schönes Tuch von fremder Weberei und mehr dergleichen. Daneben aber lag ein Kochlöffel aus Rosenholz mit langem Stiel, von oben herab fein gemalt und vergoldet. Den war die Wirtin angewiesen, dem lustigen Koch zum Andenken zu geben. Auch keins der anderen war vergessen. Frau Beta hielt bis an ihr Lebensende die Ordnung der guten Lau heilig und ihre Nachkommen nicht minder. Dass jene sich später mit ihrem Kind im Nonnenhof zum Besuch eingefunden hatte, davon steht nichts in dem alten Buch, das diese Geschichte berichtet. Doch mag ich es wohl glauben.